Und willkommen zurück auf Adobe Live. Ich bin jetzt für die nächsten 2 Stunden mit Marius Bauer dabei. Hallo Marius. Hi Rufus, freut mich. Na, und ihr im Chat, wie geht's nach 4 Stunden User Experience Design? Das war schon spannend mit Katharina am Anfang und dann Rainer in den 2 letzten Stunden. Und jetzt mit Marius. Marius, wir haben uns das erste Mal getroffen in München an einer Creative Jam. Ja, das war super. Ja, eine Creative Jam, das sind Sachen, die wir auf der ganzen Welt machen. Creative Jams sind Events, wo Teams zusammen arbeiten auf einem Thema. Und die haben 3 Stunden und das Thema, hast du auch mitgemacht? Oder hast du nur geredet? Genau. Ja, genau. Weil in diesen Creative Jams haben wir auch dann 3 oder so Leute von der Industrie, die ihre Arbeiten präsentieren. Und Marius war einer davon. Und dann hatte ich gedacht, wen könnte ich zu diesem UX Design Stream einladen? Und dann habe ich sofort an dich gedacht. Und du hast auch sofort Ja gesagt. Und hallo alle im Chat, es funktioniert alles, ist der Ton alles richtig? Guck mal schnell hier. Hi Janine. Janine ist da. Super. Okay. Und meine Events. Okay. Und mach das wieder an hier und alles ist wunderbar. Der Footer ist falsch. Ja, der Footer ist bestimmt falsch. Das vergesse ich immer. Ja, okay. Ich hab meine kleine Checklist. Ich renne von einer Wand zur anderen hier im Mini-Studio hier in Paris. Und ja, du hast total recht. Ich muss hier den richtigen Namen reintun. Rufus macht das übrigens super. Ja. Also er ist zwar nicht live und ich bin nicht Runner, aber... Oh, der Art Director hat krass was gesagt. Okay. Okay, der spricht auch noch mit uns. Der spricht von selbst, ja. Wusste ich gar nicht. Okay, und, cool. Gehen wir mal schnell zurück. So, und jetzt sollte alles... Marius Bauer. Jetzt ist alles richtig. Und Rufus Deucher. Okay. Krass. Danke, danke. Danke, Danilo. Ja, der Foto ist jetzt richtig. Super. Also, willkommen zurück und ja... Die 2 nächsten Stunden mit Marius. Marius, erzähl ein wenig von dir. Ja, gerne. Also erstens mal vielen Dank, freut mich wirklich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Vor allem Paris ist eine super Stadt. War schon lange nicht mehr da. Heute das Wetter ist sehr schön. Ja, und weißt du, ich wollte eigentlich... Jetzt sieht man deine ganzen Sachen nicht. Aber ist okay. Oh, ich dachte schon. Ah, es gibt eigentlich noch. Sachen. Oh, sollen wir uns nicht bewegen? Wir können auch so sitzen bleiben, nur damit man es nochmal sieht. Genau. Das kennen die meisten, aber... Ja. Na gut, nur damit ihr seht, da ist noch was. Nachher noch besser zeigen. Ja. Eigentlich wollte ich das aus München streamen und dann habe ich alles geplant, um aus München zu streamen. Das ganze Studio wollte ich von Paris nach München bringen. Alles schon geplant und plötzlich sagte mir der Clive in einem E-Mail, aber ist das nicht während dem Oktoberfest? Mhm. Habe ich gesagt, meine Güte. Nein, das kann ich nicht machen. Ich kann unsere Gäste nicht, also du bist aus München, das wäre kein Problem für dich gewesen, aber für die anderen wäre das vielleicht ein Problem gewesen mit dem Hotel und das ist alles Preise nicht verdoppelt. Ja, mindestens. Fünffelt, oder wie man sagt. Verfünftelt, ja. Und deshalb machen wir diesen Livestream eben dieses Mal noch aus Paris, aber hoffentlich... Ja. Im Oktober für unseren nächsten Livestream auf Deutsch möchten wir direkt aus München. Ja. Super, sehr gut. Also, Entschuldigung, ich habe dich total unterbrochen. Gar kein Problem. Bitte weiter. Okay. Nee, München wäre auch schön, aber es war am Flughafen auch so viel los. Also, ich glaube, es ist ganz gut, dass ich jetzt. Für mich ist es super, weil ich komme nach Paris. Okay, sehr gut. Hast du was gesehen heute? Also, ich war noch ein bisschen draußen, ja. Sehr schön. Noch 2 Freunde, die ich besuche. Ah, okay, cool. Genau, also, das ist super. Ja. Ja. Das Adobe-Büro ist gerade am Trocadero. Mhm. Und Trocadero ist natürlich die beste Sicht auf den Eiffelturm. Absolut. Ja. Also, perfekte Sicht, vor allem aus dem Hotel aus. Direkt. Okay, genau. Dann aber mal zu mir. Okay. Genau. Ihr seht, glaube ich, schon den Screen, oder? Ja, aber ich gehe jetzt rüber. Mhm. Warte, ich muss deinen... Das ist der, ja. Super. Warte, ich tue uns mal da hier auf die Seite. So und so. Okay. Okay, super. Genau. Ich denke, wir fangen auch mit dem Behance-Portfolio an. Mhm. Weil das eigentlich so für mich der Anfang war des Ganzen.
wie das Ganze angefangen hat. Also ich habe schon eine lange Geschichte mit Adobe und mit Behance. Ich glaube, es ist seit Anfang an. Aha, okay. Genau. Ich habe XD jetzt auch ein bisschen abused, will ich nicht sagen. Aber okay. Ja, kannst du vielleicht nachher Mac erklären, was du damit meinst, mit ja. XD abusen? Ja. Genau, ich habe so ein kleines Spiel vor mit euch heute und eine kleine Story, weil ich finde, User Experience Design ist sowas, was nicht nur unbedingt auf dem iPhone-Screen passiert, sondern auch viel davor und viel danach. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir denken immer, okay, ist für ein Mobiltelefon oder so oder iPad, aber Experience Design ist auch Webseiten, es sind interaktive Kiosks, es sind Spiele. Absolut. Alles, was Human Interaction, also Interaktion. Menschliche Interaktion. Ja, sehr schön. Okay. Wir können auch Französisch nehmen, dann verstehe ich nicht mehr viel. Ja, genau, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Und das, denke ich, ist für mich ein wichtiger Teil, um zu zeigen, also diese Spitze des Eisbergs, die man immer sieht. Wenn wir jetzt hier sitzen, ist User Experience vielleicht das, was wir sehen in XD, ein großer Bestandteil auch des Ganzen, den man so wahrnimmt. Aber ich denke, es ist viel, was davor passiert, außerhalb der Box. Und was viel auch danach passiert. Genau. Ich glaube, ich fange da auch gleich an. Also ich glaube, mein Portfolio habe ich ein bisschen mit XD auch reingenommen. Okay. Wir können sicher auch nochmal zurückspringen. Ich habe noch ein paar andere Sachen offen. Dann, glaube ich, springen wir einfach so ein bisschen hin und her. Oh, der Clive hat was zum Essen dabei. Das ist super. Sehr guter Service, danke. Genau, Prost. Das ist so ein Ding, da Tiere nicht füttern. Ja. Sehr gut. Cool. Genau, den Screen sieht man schon, dann springe ich hier einfach mal rüber. Genau. Also. Na, aber geh mal zurück zu deinem, zu deinem Behance, weil vielleicht könntest du eine oder zwei Projekte aufmachen und ein klein wenig erzählen, was die sind und was du da gemacht hast. Oder? Gerne. Oder hattest du eine andere Idee? Nee, finde ich gut. Okay. Dann fangen wir gerne so an. Ja. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Also ich habe jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr viel gepostet auf Behance. Ich sage dann auch nachher noch warum. Okay. Das ist, glaube ich, so die Spitze meiner Behance-Karriere. Das zweite Projekt von Microsoft, das wollte ich auch immer machen. War 10 Jahre lang mein Ziel, seitdem ich 15 war. Ist gut, Ziele zu haben. Auf jeden Fall. Es war ein sehr langfristiges und ich dachte auch nicht, dass ich da hinkomme. Mhm. Aber dank Behance ging es auch ganz gut. Genau, ich gehe mal so ein Stück weiter zurück. Es gibt zwei Projekte, die ich ganz gern zeigen würde, die so ein bisschen am Anfang des Ganzen sind. Man sieht so, es geht ein bisschen echt querbeet durch alle möglichen Disziplinen. Also mein Anfang war in so einem kleinen Dorf, das zeige ich später auch. Es gab ja irgendwie zwei Straßenlaternen und einen Briefkasten. Und sonst nicht so wirklich viel. Und irgendwie kam Photoshop auf meinen PC und Illustrator auch. Und dann habe ich angefangen, irgendwie mit Photoshop bei UIs zu machen. Also vor allem Winamp. Ich weiß nicht, ob von euch noch ein paar Winamp kennen. Würde mich mal interessieren, wer da noch so mit dabei ist. Seit irgendwie 2002, glaube ich, war das die letzte Version, die noch rauskam, vor Spotify. Genau, DeviantArt war noch so eine Seite, bevor es Behance gab. Auch sehr gut. Und damals war für mich so eigentlich der größte Teil, mir war eigentlich immer wichtig, so Community-Projekte zu machen. Ich war eigentlich gar niemand, der immer so drauf aus war. Super, sehr cool. Ja, cool, ein paar Fans dabei. Sehr gut. Vier Ausrufezeichen, super. Ja, beste Software, die es überhaupt gab, fand ich. Genau. Und das war für mich so ein echt auch ein wichtiger Schlüsselmoment, weil Winamp war noch so ein bisschen Action-Scripting, JavaScript so am Anfang. Also ich hatte immer schon zwei Seiten. Mein Vater ist Programmierer. Der wollte immer, dass ich auch Programmierer werde. Ah, okay. Aber ich musste ihn immer enttäuschen, weil ich bin nicht weitergekommen als if-then. mein Sohn will Grafik machen. Ich bin Grafiker und mein Sohn will Grafik machen. Aber ich habe nie gesagt, du sollst Grafiker sein. Okay, das ist super. Dann ist es so gekommen. Auch schön. Genau. Ja, bei uns hat das immer nicht so ganz geklappt. Ja. Q-Freak sagt, ich nutze noch immer Winamp. Ja, sehr cool. Das finde ich super. Okay, genau. Und die, ja gut, wir kommen gleich zu dem Teil, der ein bisschen spannender wird, glaube ich. das waren so für mich Schlüsselmomente, wo ich eigentlich dachte, ich wäre immer, das Programmieren war ein wichtiger Teil für mich, Technologie noch, aber Design auf jeden Fall auch. Ja. Und dann haben wir angefangen, so Community-Projekte zu machen. Desktopography ist eins, das ihr vielleicht kennt, also so ein Wallpaper. Kann man mal kurz drauf gucken, wir haben auch gerade eine neue Version rausgebracht. Schreiben können wir auch noch gut.
Genau, eigentlich die Zeit, als es noch Wallpapers so ein großes Ding waren, bevor es Apps gab. Und schaut auf jeden Fall drauf, es sind jetzt gerade neue Wallpaper rausgekommen, es kommt demnächst auch nochmal ein Release. Und ein paar von euch kennen vielleicht noch das Logo, mal gucken. Und es war eins der Community-Projekte, die wir gemacht haben, auch viele Features da rausgekommen für Behance, für andere Leute. Und für mich war das so ein erster Moment, wo ich gedacht habe, okay, mit ein paar Leuten mehr kriegt man viel mehr zusammen als alleine. Und ich habe super viel gelernt, also ich hatte viele Mentoren, es gab irgendwie Jared Nickerson, es gab Dan Patty, Bobby Gosho, also viele, die jetzt bei Spotify arbeiten, Facebook, Adobe. Und wo ich einfach super viel gelernt habe, in verschiedene Richtungen. Ja. Genau. Das war das eine Projekt, ein anderes war ein Scala-Projekt, eigentlich so eins für mich die besten, weil da kam es irgendwie langsam auch so, dass wir Leute aus anderen Disziplinen hatten. Ich habe so meine Illustrator-Files gemacht, irgendwie ein paar Charaktere gezeichnet und habe die Files dann irgendwie an andere Leute geschickt. Und es gab irgendwie super viele Motion-Designer, die dann auch andere Sachen draus gemacht haben. Und einen Abend bin ich irgendwie bei mir gesessen. Können wir streamen? So ja. Ja, cool, okay. Sollte schon funktionieren. Sehr gut. Vielleicht geht der Ton dann nicht, aber... Das macht nichts. Okay. Kann man nachher nochmal gucken. Genau. Und habe abends irgendwie so einen Link bekommen zum Dropbox-Video. Und habe dieses Video dann gesehen und dachte mir, wow, krass, okay. Das ist ja echt cool, was da für Sachen rauskommen. Und die zwei Jungs haben jetzt für Huawei letztens auch die letzten Teaser rausgebracht, das neue Handy, wie auch immer das heißt. Und es sind echt super Sachen draus geworden. Also hat sich wirklich gelohnt für mich. Ja. Und ich glaube auch für alle, die damals da so mitgemacht haben. Ja, aber grundlegendes Ziel hinter dem Ganzen war eigentlich, ich wollte mit Microsoft arbeiten. Und ich glaube, das zeige ich auch gleich, so wie die Sachen, die dazu gekommen sind. War es wunderschön, die Animation. Ja, total schön. Es waren wirklich auch coole Leute dabei. Audi Nerf hat das Video gemacht. Steffen Knusgaard ist einer von wirklich einen guten Motion Designern. Hat super Spaß gemacht und ich habe einfach gemerkt, wir hatten 1 Million Downloads irgendwie auf die Videos und die Wallpapers, das war genial. Ah, okay. Ja. Und einer von meinen Freunden, der jetzt auch bei Microsoft eben arbeitet, hat auch immer mitgemacht. Cool. Cool. Ja, super. Aber dann wollen wir noch in eins reingehen, oder? Ja, vielleicht dein Lieblingsprojekt da vielleicht. Ja, okay. Ja. Dein Goal. Ja, genau. Also so als ich 15 war, habe ich immer die Wallpapers gemacht und habe immer so kleine Hints irgendwie auf Microsoft reingeschrieben und dachte, jeder sieht das und ich werde dann gleich geheilt, um die Wallpapers zu machen. War natürlich nicht so, es hat eine Weile gedauert. Und es hat super Spaß gemacht, das war total surreal. Du bist da im Saturn, stehst im Supermarkt oder im Mediamarkt und denkst dir, krass, auf allen Notebooks ist irgendwie dein Wallpaper zu sehen. Ja. Und es hat echt total Spaß gemacht. Ziel erreicht. Ziel erreicht, genau. Ja, es gab viele Sachen, wenn ihr da ein bisschen googelt. Auf Behance gibt es die Case Study eben. Es gab viele Sachen, die wir davor gemacht haben, die ich leider nicht zeigen darf. So ein Prozess des Ganzen. Und es gab dann irgendwie im New York Times Square den Release für Windows 8. Und das war halt super. Das war für mich echt so eigentlich die Spitze, wo ich mir dachte, okay, wow. Dass das eigentlich wirklich sein wollte. Der Rest, ist, der danach kam, hat sich so entwickelt. Aber es hat wirklich total Spaß gemacht. Cool. Ja. Genau. Cool. Okay. Gut. Dann kommen wir doch mal zu dem Teil, der hoffentlich ein bisschen spannender ist. Ja, nein. Das Chat ist so ruhig. Ja. Funktioniert das Chat eigentlich? Hey. Ist noch jemand da? Hey, Leute. Ja, Leute sind da. Okay. Aber cool. Im Chat ist alles ruhig. Vielleicht haben sie alle Hunger bekommen, als ich gesagt habe, dass der Clive gerade am Essen ist. Alle in die Küche gerannt. Kann auch gut sein. Cool. Genau. Ja, also ich habe auch eine Idee, die ich mitgebracht habe, aber ich glaube, weil Experience Design und XD eigentlich so ein Teil für mich ist, wo ich mir denke, hey, der hat so viel mehr außenrum, der ist eigentlich wie so eine Spitze des Eisbergs. Also ihr seht schon, wir gehen dann auch noch ins UI und ich habe auch ein UI gemacht und wir bauen Arbeiten auch noch dran. Aber ich würde eigentlich ganz gerne so hier anfangen, was ich vorhin meinte. Genau, weil man denkt immer, man sitzt hier oben. Wir sind jetzt hier bei Adobe. Mhm. Leute, die bekannt sind, haben irgendwie einen Haufen Follower auf den ganzen Netzwerken. Aber wie kommen sie denn eigentlich da dazu? Ja. Und man denkt immer, dass viele Startups sind irgendwie so ein Overnight-Success. Also man fängt irgendwie an, Facebook kam plötzlich raus, Instagram kam plötzlich raus.
Und es lief alles irgendwie so in der Zeit von einer Woche. Aber dass da viel Arbeit davor steckt und auch mal ein bisschen Frustration, glaube ich, sehen die meisten auch gar nicht so wirklich. Genau. Also, was ich an XD wirklich cool finde, ich habe eigentlich überlegt, ob ich so eine Präsentation mache und habe das dann mal alles in XD gemacht. Weil das fand ich in Photoshop auch ein geniales Feature, als die Artboards rauskamen und ich eigentlich ein riesen Artboard habe, auf dem ich total gut arbeiten kann. Und gutes Feature auf jeden Fall. Ja. Und dadurch, dass XD auch so lean ist, funktioniert es auch total gut. Genau. Ja, kann man auch nochmal dazu. Keynote oder PowerPoint zu benutzen. Genau. Kann man auch das so machen. Genau. Also hier denkt man immer, hier so der große Teil, Attention, Werbung, Marketing, natürlich auch ein wichtiger Teil. Aber heute gucken wir mal ein bisschen unter den Eisberg, was hier so ist. Genau. Wie schon gesagt, ich habe hier in diesem kleinen Dorf angefangen. Gab echt nicht viel. Seht ihr, es gab eine Schreinerei. Es gab da oben irgendwie noch so einen kleinen Briefkasten hier in der Mitte. Da war die Bushaltestelle. Da eine Straßenlaterne, hier eine. Und hier habe ich gewohnt. Das war's. Für mich war das natürlich cool. Ich habe dann irgendwie meine erste Kamera bekommen. Habe angefangen, Wallpapers zu machen. Und natürlich sieht man gleich sofort hier ganz im Kleinen. Jeder, der nach Microsoft kennt, where do you want to go tomorrow or today? Und ich dachte, das sieht gleich jeder. Dann läuft das natürlich. War dann nicht so. Ich habe angefangen, einfach immer weitergemacht. Es gab bei DeviantArt eben, customize.org war noch so eine Website. Und ja, genau. Also Skins gemacht, viele Icons, Wallpaper in allen möglichen Richtungen. Sogar eine eigene Font haben wir mal gemacht. Das kam auch aus diesem geilen Projekt zusammen. Und es kamen halt wirklich coole Sachen dabei raus. Also wirklich so ganze Skins. Heute irgendwie Samsung anfängt, eigene Skins zu machen für ihr Samsung. Für Android haben wir damals eigentlich auch gemacht für Windows XP. Genau, ich habe es mal gezählt. Ich habe insgesamt, glaube ich, 123 Wallpaper gemacht. Wow. Ja. Und dann hatte ich das Glück, eine E-Mail zu bekommen von diesem Mann hier, den ein paar hier bestimmt auch kennen. Scott Belsky. Hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, Behance zu testen. Das war damals noch so eine kleine Beta-Plattform. 50 Leute waren mit dabei. Und für mich war es genial, weil es eigentlich von Anfang an so eine internationale Bühne war, auf der ich gefeatured wurde und irgendwie auch an Leute gekommen bin, die ich sonst überhaupt nicht kennengelernt hätte. Genau. So sein wichtigster Satz, den ich total gut finde. Okay, das freut mich. Super. Was er gespannt zuhört, okay. Ich dachte, er sei schon alle verschwunden. Also, ah, sorry. Mann, okay. Genau, so sein wichtigster Satz, weil ich finde, wir springen da mal gleich rein. Man denkt so, hey cool, ich habe die beste Idee, gründen wir gleich mal ein Startup, wir brauchen Seed Funding, wir brauchen Kohle, lass uns anfangen, wir machen gleich mal die Screens, das wird super, total gut. Und dann ist es so, es gibt von Thomas Edison diese schöne Quote, die Scott Belsky auch immer wieder sagt, everything is one idea, inspiration and 99% perspiration. Also daher kommt das 99U. Ja, genau. Ja, die Konferenz. Ja, gefällt mir total gut. Schönes Branding auch. Und das ist sowas, was man immer nicht sieht. Also man hat hier so eine 1% auf dem Eisberg und jeder denkt, hier ist es, das ist die Idee. Und man macht dann seine Screens. Alles ist super. 10 Millionen Leute laden das Ganze runter und ich werde Millionär. Aber ganz so leicht läuft es eben immer nicht. Genau. Was ich auch super finde bei XD übrigens. Ja, Marius ist mit seinem Privatjet zum Stream geflogen. Ja, es war so viel los am Flughafen. Ja. Nein, nein. Auch ganz normal mit dem Flugzeug, wie alle anderen aus München geflüchtet. Oliver Günther sagt, Progress is better than perfect. Ja, nice. Hey Oliver, freut mich, dass du da bist. Oliver ist bei uns in München auch. Cool. Cool, freut mich. Sehr schön. Genau. Was ich auch cool fand hier, im Gegenteil zu Keynote oder PowerPoint, ich kann mir noch Notizen reinmachen. Finde ich total gut. Genau, also ich wollte mich eben noch bedanken bei den ganzen Leuten, die eigentlich so am Anfang mit dabei waren. Gibt aus Indien einen super Illustrator, Achan. Barton ist jetzt bei Spotify, auch ein wirklich super UX-Designer. Bobby, mit dem habe ich an Flood gearbeitet, das war eines der ersten Apps für iPad, das wir designt hatten. Und ja, also Leute, die mir wirklich viel geholfen haben am Anfang. Die meisten auch über Adobe und Behance kennengelernt. Genau. Jetzt gerade im Moment, die letzten 2 Jahre habe ich eigentlich damit verbracht, eine Agentur zu gründen. Es gab 2 Programmierer in München, mit denen ich mich super verstanden habe. Und für mich war das eigentlich so der nächste Schritt zu sagen, weil man ist als Freelancer oft in so einem Abschnitt des Projekts. Du entwickelst Konzepte, du hast Annahmen, die du triffst, entwickelst Designs.
Und dann hieß es, okay, super, ist gut gelaufen jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und von der Entwicklung oder was dann eigentlich mit dem ganzen Projekt passiert, kriegt man dann eigentlich viel mit. Ja, deswegen gibt es jetzt Umwerk in München. Das ist eine Agentur, die wir auf jeden Fall 2 Jahre gegründet haben. Und mir gefällt es total gut, weil wir eben mit den Entwicklern zusammensitzen und viel in Releases arbeiten, ein bisschen hinher spielen können. Und wir haben halt ein bisschen mehr von dem Ganzen. Also Ja, das ist auch eine die Sache, die Seite ich vorher entwickelt. mit der Katharina und nachher auch gesehen, mit Rainer, dass es eben meistens immer ein Team ist von Leuten, die zusammenarbeiten in diesen Sachen. Absolut. Es ist nicht so wie ein Grafiker, der ein Buch gestaltet zum Beispiel oder ein Logo zeichnet. Aber in diesem Feld im Experience Design, das ist wirklich wichtig, dass mehrere Leute zusammenarbeiten. Es war auch schwierig zu finden, Leute zu finden, die eben auch das zeigen können in so einem Livestream. Weil eben die meisten sagen, aber ich arbeite in einem Team, ich arbeite mit anderen Leuten und jeder hat seine eigene Verantwortung. Ja, absolut. Ich finde, das war auch für mich deswegen diese Projekte am Anfang noch, auch wenn jetzt nicht gleich direkt ins Dings einsteigen, aber ich finde es super wichtig, weil du hast da jeder hat seine eigene Perspektive auch auf das Ganze. Man sitzt eben halt nicht alleine und ist irgendwie ein Superstar-Designer, der irgendwas baut, sondern meistens steckt da wirklich ein Team dahinter. Und ich freue mich da total, weil es so jetzt gerade im Team, so wie wir wachsen, Leuten irgendwie auch den Raum zu geben, dass sie gute Arbeit machen können und sich da weiterentwickeln, ist super. Also es macht mir im Moment eigentlich am meisten Spaß. Und Clive, du bist jetzt Moderator. Das ging schnell. Sehr cool. Genau. Ja. Genau, also ich habe das so ein bisschen wie so eine User Story Mapping gemacht. Das ist auch so eine Sache, die ich im Moment voll gerne mache. Bevor wir eigentlich in so ein Projekt gehen, dass wir wirklich hier eine Wand im Büro haben. Die jetzt bei mir aus dem Büro sind und zuhören, ihr dürft jetzt noch nichts sagen, weil wir sind natürlich noch nicht fertig. Das Ganze ist noch ein bisschen sketchy. Ihr dürft natürlich was sagen, klar. Fand es super, weil man eigentlich, als Netflix rauskam, war ich echt so ein bisschen, bin ich fast in eine Woche verschwunden, weil ich finde, es ist einfach genial, wie gut dieses Ding gemacht ist. Also User Experience. Sind so kleine Dinge, aber du denkst dir, die nächste Folge kommt in 2 Sekunden und du kannst eigentlich nicht aufhören. Aber ich habe gemerkt, auf den mobilen Geräten sind es 10 Sekunden und auf dem Desktop ist es 15 Sekunden. Okay, ich habe noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, Ja, warum? Ist ja schon gut beobachtet. User Testing. Ja, genau. Und ich finde das total spannend und es war echt so, mir kam das dann so eine Zeit, wo man einfach viel Spiel spielt. Ich meine, das machen wahrscheinlich viele Jungs und Mädels, wo man so Game-Mechaniken entdeckt, die eigentlich viele auftauchen. Und so eine Serie wie Narcos zum Beispiel, die jetzt gerade rauskommt, die letzte Staffel. Ich weiß gar nicht, dürfen wir nicht so viel Werbung machen eigentlich dafür. Okay. Also cool auf jeden Fall, aber da war nicht ein kleines Feature, das sie nur noch eingebaut haben, weil der Trailer kam dann immer ein bisschen später. Es gab so diese Vorgeschichte, also einen kurzen Block von der Story. Dann kam der Trailer, der dann eigentlich immer ausgeblendet wird am Anfang. Und dann hast du mit diesem Button Continue, directly. Und es kam echt so ein bisschen Ruhe, wie so ein Spiel mit eigenen Kapiteln. Und das fand ich echt, da denkst du dir so, ist genial, also super, super UX-Designer, die da drin arbeiten. Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, das ist so gut, dass es einem gar nicht auffällt. Und was mich am meisten dran interessiert, war dieses Storytelling, weil ich finde es auch schön, so Plattformen wie Medium oder auch jetzt VIP Progress für Behance, dass man anfängt eigentlich über das, was man da so tut, auch mal ein bisschen mehr drüber nachzudenken und die Story dahinter ein bisschen aufzubauen. Also so Standard-Stories, die es gibt. Es gibt irgendwie einen Helden, der irgendwie was durchlebt. Er hat immer eine Frustration oder irgendwie was, was ihn wirklich ziemlich runterzieht und dann irgendwie eine Lösung findet und dann wieder einen Berg aufkommt. Oder einfach auch einen schönen Pitch zu bauen. Also jemand, der jetzt hier sitzt und gerade ein Startup anfängt, da komme ich später auch noch drauf, weil ich hatte auch 2. Und man kommt sicher in Momente, wo man sich denken lässt, jetzt habe ich echt einen Fehler gemacht, den hätte ich nicht machen sollen. Oder es wird auch einfach mal nichts, das ist auch vollkommen okay, dann lernt man was draus. Und das sind so Dinge, die man sich oft denkt, okay, wir tauchen hier auf, wir müssen die perfekte Präsentation machen, es dürfen keine Fehler passieren. Das ist was, was bei uns eigentlich überhaupt nicht so unterstützt. Also ich bin jemand, der echt gerne Fehler macht. Genau. Ich finde, Fehler darf man auch machen. Wenn man sie dreimal macht, dann wird es ein Haben bisschen wir mit dem schwierig. Lower Third heute gesehen? Nicht mehr. Adobe Livestream ist voller Fehler. Ja, cool. Genau, ja. Und ich finde, das ist sowas, was immer so ein bisschen untergeht. Und User Story Mapping ist so eine Sache, wo ich mir denke, okay, man kann sehen, was ist das Ganze eigentlich? Also
Wenn wir jetzt nur hier wären, um nur die Screens anzugucken, dann wären wir hier in diesem kleinen Bereich. Ich will jetzt noch nicht immer gleich alles verraten. Mhm. Aber dann wäre die ganze Präsentation hier in diesem kleinen Feld. Und der Rest wäre gar nicht da. Also ich wäre hier, um meine Sachen zu erzählen. Genau. Ja, finde ich auch. Fehler sind auf jeden Fall kreativ. Gute Einstellung. Ja, und deswegen, was ich so gelernt habe, jetzt mit Entwicklern zu arbeiten, ist was ich super finde. Also Boris, weiß ich nicht, ob er jetzt gerade zuhört, ist unser CTO. Der klebt immer überall an alle Boards, die bei uns im Büro hängen, diesen MVP-Aufkleber. Ah, okay. Also Minimum Viable Product. Und eigentlich so das Wichtigste, was du hast, also wenn man anfängt, irgendwie eine Idee zu entwickeln, was man immer gerne macht, wir sind ein bisschen unsicher, dann, hey, lass uns mal das Feature noch mit dazu bauen, es wird bestimmt super, die kleine Animation hier noch und da. Also man verliert sich dann irgendwie schnell in so einem Detail. Und ich finde es immer super. Also wir nehmen so ein fettes Post-it, wirklich die größten, die es gibt, kleben die uns immer drüber und sagen eigentlich, hey, komm mal wieder zurück, was ist deine Story, was willst du eigentlich lösen, was ist dein Ziel, wo willst du hin? Und für mich irgendwie, ich habe da mal so drüber nachgedacht, weil Thrives ist auch auf Behance, wenn ihr reingucken wollt. Das war so eins meiner Startups, die ich total gern mochte und es lief total gut. Wir sind eigentlich nur so dran gescheitert, dass eigentlich zu viele Leute auf der Plattform waren und zu viel gesucht haben und wir uns die Server dann nicht mehr leisten konnten. Und deswegen habe ich dann immer so überlegt, okay, eigentlich gibt es noch was drüber für mich. Und das ist so der MVG oder MVJ. Wenn man das ausschreiben würde, ist für mich der Most Viable Job. Genau, eigentlich auch MVP, Most Viable Person, die man ist. Und was das für mich eigentlich so bedeutet, ist, ich glaube, dass jeder so ein kleines Startup eigentlich mitträgt. Erstmal zu gucken, was man dann eigentlich machen will, weil ich habe eigentlich Psychologie studiert, war davor noch ein Jahr lang Erzieher, also ich habe diese Ausbildung gemacht, die dauert recht lange und wollte immer Designer werden, aber naja, damals gab es nicht so wirklich viele, es gab noch kein iPhone, es gab nicht wirklich viele Jobs, Printdesigner wollte ich nicht werden und deswegen eigentlich nochmal so diese Story zurück, wo es sogar angefangen hat. Das war für mich eigentlich so, dass so das Internet und diese Plattform Behance eigentlich mich so viel unterstützt hat und gesagt hat, hey, das ist so cool. Stuntman 234 sagt, dran gescheitert, dass es zu gut lief, hört man auch nicht drauf. Ja, ist auch, naja. Sollte man nicht unterschätzen. Ja, kommen wir gleich noch dazu. Das sind die Jungs, die da drüben sind. Ja, genau, das ist eigentlich ganz gute Überleitung. Genau, weil das Problem, das wir hatten, ich wusste das damals nicht. Ich habe zu wenig Diablo 2 gespielt. Also wer Diablo 2 gespielt hat und zu Ende gespielt hat, hatte mir was im Voraus. Ich habe meine Spiele immer gespielt wie die Jungs hier. Also entweder so oder so oder so. Und das ist natürlich eigentlich ganz cool. Ich meine, super. Ich habe nur einen Bildausschnitt genommen, der springt dann auch noch auf die andere Seite rüber. Aber also ihm passiert nichts. Aber man denkt so, hey cool, das wird super, fängt an. Und die Kurve des Ganzen, Motivationskurve, die kennt man. Ich war jemand lange, der echt nicht lange gelaufen ist oder irgendwie Sport gemacht hat. Und fängt hier an, das ist super, es wird total gut. Und vergisst eigentlich, hey, oh Mist, vielleicht liegen da unten ein paar Steine, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Mhm. Oje, okay, was mache ich jetzt? Ich muss springen, weil ich bin schon gesprungen. Und ja. Der Jay sagt gerade, hey Marius, probier mal ein Artboard oder einen Bereich auszuwählen und dann Command 3, Super Zoom. Wusstest du das? Hey, neues Feature, cool, danke. Okay, ein Artboard oder einen Bereich auswählen und dann machen wir das mal. Ich habe nur die Artboards hier. Cool, danke. Schon wieder was gelernt. Cool. Ja, genau. Ja, und das ist sowas, was uns passiert ist. Also zu viel Success oder zu viel Erfolg, lass dann auch fallen, weil wir hatten so viel Zuganfragen. Also das Ganze war Thrive, so eigentlich so eine Seite wie Google, auf du hast gesucht. Irgendwie nach einem neuen Gerät, das gerade rauskam, irgendwie iPhone X kommt jetzt raus. Und bevor irgendwie Reviews auf Seiten waren, die man gefunden hat über Google, hat man halt schon Instagram-Posts gefunden oder Twitter. Ja. Genau, also direkt von dem Event. Oder es gibt neue Features und das war eigentlich super, weil wir haben am Anfang ein bisschen rumprobiert, wir hatten so Profile, auch mal irgendwie Wireframes dann gemacht oder mal ein erstes Produkt rausgebracht. Du hattest dein Profil wie auf Facebook, aber hast eben alle Instagram, also alle Social Networks eigentlich zusammen in diesem Profil gehabt. Genau. So ein Aggregator, es gab halt schon eine Menge davon. Und irgendwann kam mir auf den Moment, ich komme da nochmal kurz zurück, dass Google ja gar nicht so Unrecht hatte mit diesem Suchfeld.
Und am Schluss war die Website eigentlich nur noch so: Du hattest diese Sucheingabe, super simpel. Und der Traffic ist gegangen von, ich weiß nicht, 300, 400 Leuten am Tag, Unique Visits, auf wirklich 10.000 bis 20.000 bis 30.000. Und da hatten wir dann das Problem, es gab damals noch keinen AWS-Server, so wirklich von Amazon. Dass das Ganze einfach so... Das ging auf deine Maschine. Ja, genau. Ja, das Ganze lief dann so gut leider. Das war eben das Problem, dass es einfach... Ja. Hm. Ja. Den Fehler macht man auch das nächste Mal nicht mehr. Genau. Also, das ist so ein bisschen dieses Spiel. Man spielt ein Spiel, das ist so ein kurzfristiges. Natürlich cool, man sitzt gleich oben auf dem Eisberg, alles ist super. Und wir sind irgendwie mal übergegangen langsam zu diesem Infinite. Also, ich bin ja mal ein Freund von dem hier jetzt. Oder von jemand, der den Berg hochläuft und auch dran denkt, wie er wieder runterkommt. Also eher ein Marathonläufer oder jemand, der auch Sprints laufen kann, wie man heute gerne arbeitet, Agile. Aber eben auch dran denkt, hey, es geht dann auch noch weiter. Halt dir ein bisschen Kondition auf. Du musst dann auch mal wieder den Berg runter. Es kam ja so, als ich mal in Indien war, am Himalaya. Ist hier das Zelt unten. Also wenn du dann mal so einen Berg hochgelaufen bist, denkst du dir auch, hey, wow, okay. Genau. Ja, yeah, User Experience. Also es gab ein Thema, das hat mich echt total geprägt, weil ich super lange überhaupt keinen Sport gemacht habe. Ich bin eigentlich so voll abgetaucht an irgendwie das Design. War auch lange in China unterwegs, in San Francisco. Mhm. So ein paar Erfahrungen gemacht bei Google und bei Microsoft, also dieses Wallpaper zum Beispiel. Habe eigentlich nur gearbeitet. Das war super cool. Ich habe super viel gelernt in den 10 Jahren. Aber es war dann auch so, dass man sich gar nicht viel mit anderen Themen noch beschäftigt. Und ich finde, Experience Design... Das ist doch das Coole an der coolen Arbeit. Ja, genau. Es ist überhaupt keine Arbeit. Genau. Ja. Genau. Hi, Verena. Du bist wahrscheinlich schon ein bisschen länger da, aber trotzdem. Hi. Ich muss mich noch an diesen Delay gewöhnen mit den 30 Sekunden. Ja, also ich habe das Chat ein wenig schneller gemacht dieses Mal. Ah, okay. Ich glaube, es kommt schneller an. Okay, ja, super. Fast real time. Cool. Also wenn ihr Fragen habt, immer gerne her damit. Damit könnt ihr mir auch gerne unterbrechen. Genau, das war so ein Beispiel, was ich super cool fand. Strava, weiß nicht, mal gucken, ob das jemand benutzt oder Runtastic. So, Onboarding, wir haben vorhin drüber gesprochen, das fand ich ganz cool. Klar, kam dann auch mit dem Begriff Offboarding, fand ich super. An den noch keiner so denkt. Total cool. Ich finde, das sind so Sachen, die man in der UI immer so ein bisschen unterschätzt. Man fängt an, packt dann irgendwie mal so viele Follower habe ich. Das sind die Ziele, die ich erreicht habe, so viele Likes habe ich. Aber wie viel es einen eigentlich beeinflusst in seinem Leben, ist schon echt nicht zu verachten. Ich finde Freeletics ist ein super Beispiel dafür. Oder die Apple Watch auch. Komme ich sicher nachher nochmal drauf zurück. Genau. Wo ist deine? Meine Apple Watch? Batterie ist leider mehr. Genau. Das ist immer noch so mein Problem. Ich lade sie mal zu Hause nicht auf, weil ich vergesse den Laptop-Lader. Ja, genau. Also sitzen, wo ihr denkt, ja, finde ich User Experience einfach so ein schönes Thema, das mir einfach total Spaß macht. Ich schreibe im Moment auch ein bisschen auf Medium oder einfach mal so einen Blick über die Box hinauszunehmen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Schreiner, der Material hat, als es super schön ist und sich wirklich auch hinsetzt und sich die Zeit nimmt, daran zu arbeiten und guckt, wo das Material eigentlich auftaucht, also in welchem Kontext ist es, wie viele Details stecken da drin. Also ich habe nicht nur eine Fassade, die gut funktioniert, ich habe Material, das gut funktioniert, ich nehme mir die Zeit auch gut dran zu arbeiten. Und so einen Tisch, den habe ich jetzt mal alleine auch gebaut. Das ist einfach schön. Ich meine, das ist so eine Story, das merkt man neben Produkt, das man auch benutzt. Es ist schnell gemacht, irgendwie schnell hingeworfen. Man hat ein paar Features, die ganz cool sind. Mhm. Aber nach einem halben Jahr schmeißt man es auch wieder weg oder kauft sich ein neues. Mhm. Oder man nimmt User-Feedback auf und arbeitet Stück für Stück dran. Mhm. Genau, also wieder zurück zu dem Kerl hier. Gegenüber den zwei. Ja. Und ich finde, das sind so Sachen, die man eigentlich in dem Research, den man am Anfang hat, bevor man anfängt und gleich in die Screens reinspringt, gut bedenken kann, finde ich. Oder einfach die Augen, die man immer offen hat als Designer, so mal aufs Papier bringt auch. Ich glaube, viele haben ihr Notebook immer dabei und schreiben da rein. Mhm. Aber sich auch einfach mal hinzusetzen und eine Story daraus zu machen. Also versuchen, irgendwie einen kleinen Cliffhanger zu haben oder die Story auszuarbeiten. Was steckt denn eigentlich so für mich auch dahinter? Das finde ich ist ein schönes Toolkit als UX-Designer. Ja. Genau. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Ich meine, ich bin eigentlich so ein Halb-Hobby-Schreiner und mache mir Sachen zu Hause auch ganz gern, viel irgendwie ich zu Hause habe. Weil ich finde, dass eigentlich eine Story dahinter steckt und das ist so ein Teil von User Experience Design, den man mal gerne vergisst. Mhm. Ja, genau. Cool.
Ich springe mal kurz rüber. Also, so die Idee, die ich hatte, das war echt ganz lustig. Ich habe mit der Katharina gestern Abend noch gesprochen, haben wir noch einen Wein getrunken. Und dann meinte sie so, hey, ich habe eine App, da geht es um Reisen. Ja. Ich so, hey. Packen. Oh, ja, packen, ja. Was muss ich packen? Und die App haben wir auch genannt. Das heißt, sieben Sachen. Ja, ja, ja. Also, ich lese noch hier, genau. Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde den Research gerne verpassen. Ja, sieben Sachen heißt die App. Okay, habt ihr den Namen ausgesucht? Ja. Total cool. Das fand ich echt gut. Fand ich super, die Namen, die da alle kamen im Chat. Genau, fand ich total cool. Und dann saßen wir da und ich dachte, okay, bei mir geht es auch ums Reisen. Aber eigentlich einen Schritt weiter. Wenn ich dann in der Stadt bin und ich war noch nie da, ich bin zum ersten Mal hier. Ich komme das erste Mal nach Paris. Ich habe Paris jetzt auch genommen. Keine Ahnung, ich habe mir zwar so ein paar Guides durchgelesen, irgendwie. Lonely Planet. Also wirklich das erste Mal in Paris? Also jetzt nicht, ich war schon zweimal da. Okay. Die Persona Marius genau. War noch nie in Paris. Genau, vorhin hat auch jemand gefragt, wie viele Personas man so haben sollte. Ich finde, vier ist immer ganz gut. Okay. Bleiben wir mal bei meiner, genau. Was mache ich denn dann? Also ich finde, inzwischen gibt es so viele coole Tools. Chatbot, Voice UIs, AI, alles so Buzzwords, die irgendwie rumschwören. Die jeder gerne benutzt, ich glaube auch jetzt hier bei uns mit drin hat. Aber wie kann ich das Ganze so schaffen, dass es so Persona, genau. Wir hatten mal so eine Diskussion, ob Personae oder Personas. Muss mal gucken, was hier auf alle Fälle nicht Personas. Ja. Personae, das ist richtig. Okay. Das ist ja vom Lateinisch, oder? Weil, du meinst, es ist Personas? Diese Diskussion, da habe ich mir schon eine Tour versorgt. Okay. Status, nicht Status. Okay, die sind da mit zwei U oder so. Status und Stati. Sascha meint es nicht, glaube ich, oder was meinst du? Ist ja Personas, was meinst du? Schau mal, was er sagt. Personas ist richtig. Klingt richtiger, würde ich sagen. Korrekt ist Personas. Noch zeitgemäß ist auch gut. Ja. Die Verena sagt, interessant, hatte beim letzten UX-CGN-Meetup die Frage gestellt, ob Personas noch zeitgemäß ist. Ah. Menschen ist auch gut. Ja, das sollte man auch nicht vergessen. Einfach Menschen. Mensch 1, Mensch 2, Mensch 3. Ja, so die Personas, nachdem man sie gerettet hat. Okay, naja, auf jeden Fall sind so die drei Steps, die ich habe. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen rüber. Ich glaube, ich schaue am Morgen noch mal ein bisschen genauer rein. So die Stadt, in der man ankommt. Ich finde, inzwischen gibt es so viele schöne Tools. Wir haben Geolocation. Wir können viel raussuchen. Es gibt viel so Diskussionen über die ganzen Input-Forms. Muss ich mich einloggen? Muss ich angeben, was ich brauche? Wie will ich was kaufen? Natürlich braucht man es in vielen Fällen. Aber ich finde, wenn wir uns in so einer App irgendwie einloggen mit Facebook oder über ein anderes SSO, dann kann man da viel einfach vorhin wegnehmen. Ich finde, das ist auch sowas, was man sich vorher mal fragen kann. Also sind das so Sachen, die ich mir nochmal fragen oder nicht? Ja, der Rainer sagt auch beim Kundenfeedback einer Agentur bei den Kollegen, Präse war super, aber sie haben immer falsch von Personas geredet. Lorem ipsum, lorem ispum. Ja. Hatten wir das vorher auch. Ja, finde ich ganz bei dir. Deswegen arbeite ich auch noch so nebenbei. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, mit richtigen Text zu arbeiten oder mal Bock habt, ein bisschen Copy zu schreiben, lieber ein bisschen Copy schreiben, als Lorem ipsum reinsetzen. Ja. Es ist schon so viel Zeit vergangen in Terminen, wo wir uns unterhalten haben, richtiges Bild, falsches Bild. Was meint ihr jetzt eigentlich damit? Ja. Wie Persone und Personas ist ein wenig wie GIF und Jeff. Ja. Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. GIF. GIF, okay. Nein, Jeff. Jeff, sorry, who cares? Ja, yeah, whatever. Okay. Gut, also ich glaube, wir können uns noch nicht einigen, oder? Ich bin bei den Schizophrenen. Ja, ist auch gut. Auf einem Schild steht vorne, ich bin schizophren. Ich auch. Sehr gut. Cool. Ja, okay, also. Ja, Persona Marius ist in Paris. ich denke, wir können diesen ganzen. Am Anfang hatte ich überlegt, okay, gibt es vielleicht so einen Swipe, so einen Tinder-Swipe, kann ich mir die Stadt erstmal aussuchen. Aber ich finde, ich mache die App auf. Ich weiß gleich, wo ich bin. So ein persönliches Feature zu sagen, auch gleich irgendwie Freunde, die da sind, die schon mal in der Stadt waren. Vielleicht kann man auch so einen Schritt so weit gehen. Jetzt, ich finde mit diesem neuen iPhone X diese Face Recognition echt cool. Mhm. Also auch, was mich echt mal interessieren würde, wie ihr an Emojis findet. weil ich habe dann so drüber nachgedacht, da kamen mir zwei Apps gleich in den Kopf, die ich gleich mal bauen wollte. Also das eine ist so, ich finde es krass, weil dann könnte eigentlich so ein Live-Make-up machen.
weil du hast so ein genaues Abbild von deinem Gesicht, ja. dass ich mir denke, okay, es gibt da schon ein paar Apps schon, wo man irgendwie so Make-up aufsetzen kann auf so ein Smartphone. Ich habe auch gesehen mit Haaren. Mit oder so, ja genau, beim Friseur. Oder der Friseur, ja. Ja, total cool. Da sieht man genau, wie das aussehen würde, ja. Mit dem AR-Kit. Ja, ja super. Oder auch die Snapchat-Filter, total gut. Was ich echt cool fand, dann sich zu überlegen, ja, also angenommen, einer von diesen drei Leuten weiß, dass ich jetzt in Paris bin, und würde mir so eine kleine Welcome-Message machen, also mit seinem Avatar, der genauso aussieht wie er. Man hat dieses Lip-Syncing, finde ich total cool. Und ich würde jetzt aus dem Zug aussteigen oder aus dem Flughafen und dieser Avatar würde mich mal fragen, hey, wie geht's dir gerade? Bist du gerade müde oder suchst du ein Hotel? Willst du was essen? Ich habe schon so ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. Okay. Das fand ich super. Also, weiß nicht, ob da mal... Was gibt's hier? Aber muss mal gucken. Nein, alles unter Kontrolle. Ja, alles unter Kontrolle. Ja. Okay, du kannst da auch mal rein. Es gibt schon Namen, okay. Gut. Ja, das fand ich super, weil ich finde, dann hat man eigentlich gleich ohne wirklich, man hat noch gar nichts getippt. Ich brauche nicht viel Interaktion aufzudenken. Ich bin schon sehr persönlich so mit der App. Hab jemand als Bezugsperson, muss nicht irgendwie lange googeln. Das hat man ja oft so, man sitzt irgendwie abends zu Hause, will einen Film angucken. Es gibt viele so Recommendation Engines oder so, aber... Ja, man verbringt dann trotzdem wieder eine Stunde damit, irgendwie einen Film auszusuchen. Ja. Genau. Erlebe ich auch. Ja. Und das wäre eine schöne Möglichkeit, finde ich, zu sagen, hey, da ist jemand, der hat vielleicht in der Zeit gesehen, dass du jetzt da bist. Oder holt dich vielleicht sogar ab, bringt mir das Ganze aus der App wieder raus, aus dem Bildschirm. Oder hat so eine kleine Welcome-Message für dich. Genau. Um jetzt nochmal zurückzugehen, also was für mich jetzt so Outside-the-Box-Thinking eigentlich immer ganz gut ist, also ein bisschen Theorie dazu. Was ich im Studium echt total cool fand, mal so ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten, weil ich bin eigentlich auch eher so einer, der lieber gleich anfängt, lass mal gleich irgendwie Screens bauen, mit dem Konzept anfangen. Inzwischen habe ich zwei, drei Psychologen, die ich aus dem Studium mitgenommen habe, die ich echt total cool fand. Den hier, mal gucken, wer ihn kennt. Ich habe extra den Namen nicht mit dazu geschrieben. Kleine Fragerunde. Gibt es eigentlich irgendwas zu gewinnen oder so? Noch nicht, wir haben noch nichts nichts ausgemacht. Nein. Das kannst du echt nicht verschenken. Ah ja, nein, wir haben keine Klasse verschenken, aber wir haben noch keine Frage, meinte ich. Achso, okay, die wir noch haben. Naja, mal gucken. Also, ich baue einen App-Screen für irgendjemand umsonst. Ah, er hat es schon rausgefunden. Okay, Spinit kriegt einen App-Screen von mir umsonst. Hey, cool, ist von mir und vom Irak da. Super. Den Namen würde ich gerne hören. Auf, so dass ich ihn lesen kann. Naja, okay, vielleicht spricht jemand Arabisch, wie auch immer. Sowas, was ich finde, so eine Frage, die man sich am Anfang stellen kann, also was ist why, how, what? Ein paar von euch kennen es, glaube ich, auch. Kennt man auch, ja, finde ich super. was man sich angucken sollte, also wenn ihr noch nicht geguckt habt, hat für mich so die ganze Perspektive eigentlich geändert, das Ganze. Ich gebe dieses XD-File nachher auch gerne raus, also falls jemand haben will. Ich habe ein paar Links unten mit eingebaut zu den Videos. Vor allem, wenn man immer wieder zurückkommt und sich immer wieder denkt, hey, mein MVP. Was macht den eigentlich aus? Also, wenn man so denkt, was ist eigentlich so dieser Pitch, also dieser ganz kurze des Ganzen, was löse ich damit? Also, überschafft sich. Ich muss schnell wieder sagen, was MVP ist, weil es sind Leute rein und rausgekommen. Okay. Okay. Dann machen wir das so. Was ich heute noch gelernt habe. Genau, der ist auf jeden Fall wichtig. So. Wer Grid sucht, super Feature, finde ich sehr gut. Command R habe ich gedrückt, falls jemand wissen will. Command Y habe ich auch noch gelernt, sind die ganzen Layer und Artboards. Command 3 hast du jetzt auch gelernt. Command 3 habe ich auch gelernt, super, schon 3. Ich liebe Shortcuts. Ja, wie ein Prezi. Ja, genau, ja. Super. Dann machen wir das doch so. Dann schreibe ich hier. Kann ich die jetzt wieder aus dem Git rausnehmen? Okay, jetzt kann es keiner mehr lesen. Ich mache das Ganze noch ein bisschen kleiner. Ah, okay. Jetzt habe ich die. Kann ich die einzelnen auch nochmal? Muss ich die aus dem Grid rausnehmen? Ja, aber es sind fast Symbole. Ah, okay. Also wenn ich einen bearbeite, dann nehme ich alle mit. Ja, cool. Sehr schön. Ja, genau. Und den eigentlich immer wieder zu mappen, also ein bisschen rauszugehen.
Genau, Crit. Falls es jemand sucht, hatten wir gestern auch drüber gesprochen. Es gibt eins. immer wieder gegen zu checken, weil das ist so oft, man verliert sich dann auch kurz vorm Release, denkt sich, hey, ich bin mir nicht so ganz sicher, wird die App wirklich so gut? Man fängt an, irgendwie nochmal neue Features einzubauen. Das Ganze wird ein bisschen stressig im Release-Zirkel. Und immer wieder gegen checken. Ist meine User-Story die richtige? Habe ich mein MVP noch im Kopf? Und nicht irgendwie auszufranzen und plötzlich Sachen zu machen, die man eigentlich gar nicht mehr lösen will. So ein paar Sachen, die mir auch über die Zeit gekommen sind, da glaube ich, springe ich nachher mal kurz raus in Safari, die ich so gemerkt habe über die Zeit, Dinge, die immer wieder kommen. Also ich finde, wenn man das 10 Jahre lang irgendwie macht, dann gibt es immer Pattern, die immer wieder auftauchen, die auch jedem, der jetzt ein neues Produkt anfängt oder ein neues Projekt, vielleicht auch noch nicht so oft ein Produkt gemacht hat, super helfen, eigentlich recht schnell mit dazu zu kommen. Ein Blog, den ich echt sehr empfehlen kann, ist mein Pinterest-Board. Nein. Der, wo ist er denn? Genau, so ähnlich wie Smashing Magazine, unter dem Namen von Ray, aber wirklich sehr zu empfehlen, super Blog. Und so einen Link, den teile ich nachher auch gerne. Der spricht, denke ich, so über jetzt nicht mehr die ganz Anfangs-Design-Pattern, die man so kennt, List View, Grid, sonstige Sachen, sondern eigentlich so Pattern, die immer wieder auftauchen. Und viele davon, die ich ganz cool finde, ist so die Skeleton View, Acceleratoren, also die Beschleuniger, die man hat, One-Hand-Usage, Intelligence. Ihr könnt auch mal sagen, ob irgendwas schon klar ist, wo man nicht mehr drüber sprechen muss. Weil ich finde diese Skeleton Views eigentlich super, weil das ist sowas, was uns aufgefallen ist in der Arbeit so auch. Und Google hat auch mal irgendwie ein Paper rausgebracht, dass man eigentlich schon 200 Millisekunden in der Zeit, die man wahrnimmt, schon als zu lang empfindet. Also ich meine, es ist nicht viel, das ist ein Fünftel einer Sekunde. Aber trotzdem, viele Leute springen dann einfach schon aus den Apps raus, weil den Google Maps zu lange braucht oder Instagram lädt zu langsam, Facebook lädt zu langsam. Und durch den Cache, den man eigentlich schon hat, kann man so einen CSS-Sheet ja ziemlich schnell behalten, weil man hat es eh schon und kann es gleich aufrufen. Und so Standardelemente, die eigentlich immer wieder auftauchen. Ist das ein Grund, warum die meisten Ikonen immer auf einem selben, wie ein Sprite-Sheet sind in den Websites? Absolut. Damit das ein Dokument ist? Das ja, absolut, genau. Okay. Ja. Und das ist eigentlich gut, weil das lädt nur auf einmal. Also jeder, der die SVGs kennt, Icons zuzubauen, ist super, weil es hat keine lange Ladenzeit. Ja, ja. Und du hast das ganze Sprite-Sheet gar nicht geladen, hast gleich alle Assets bei dir. Ja. Ja. Gefällt mir auch in XD gut, weil ich meine, durch dieses riesen Artboard, das ich habe, mache ich gerne, ich setze mir auch einfach mal alle nebeneinander, weil ich glaube, dass für die Brand Experience auch echt wichtig ist, konsistent zu sein, in dem, wie ich arbeite als UX-Designer und dann auch als Visual Designer. Der Christoph fragt, wie heißt deine Agentur? Ah ja, wir gucken mal kurz drauf. Jeder, der sich fragt, wie der Name zustande gekommen ist, wir haben so einen Auto-Generator genommen, weil wir wussten wollten, welche URL noch frei ist. Und sind dann auf Umwerk gekommen, das fand ich echt ganz cool. Genau, das Ganze ist eigentlich eine Mischung, also Umwerk heißt die Firma. Was wir machen, ist eigentlich so eine Mischung aus Technologieunternehmen und Agentur. Also wir sind keine so richtige Agentur, wie die anderen das vielleicht sind, die nur Design macht oder nur Konzeption oder nur auch Umsetzung, nur Softwareentwicklung. Wir sind da so ein bisschen dazwischen. Mhm. Es geht um Technologie, eigentlich diese Brücke zwischen dem, was das Produkt kann und was das Businessmodell oder das Geschäftsmodell am Schluss leisten soll. So als Brücke zwischen dem Ganzen. Genau. Also nicht, dass ihr denkt, wir haben die Website voll vermurkst, da kommt eigentlich noch ein Video, aber das lädt wahrscheinlich noch. Genau. So ein paar Projekte, die wir gemacht haben, wir arbeiten recht viel für Siemens im Moment. Auch Quality Assurance, auch großes Thema für UX. AR-App haben wir für SAP gerade gemacht, für die Messe, für die CeBIT. Genau, noch ein paar andere Produkte. Könnt ihr einfach mal drauf gucken. Genau, das ist die Agentur. Umwerk.com. Genau. Nicht .de. Nicht .de. Genau. Hat jemand anders? Ja, da ist jemand anders drauf. Auch aus München. Wirklich? Ja. Oh, shit. Das ist das Lustigste, vor allem gerade aus München. Aber ist auch gut. Hat einen selben Generator genutzt. Wahrscheinlich, ja. Genau, machen wir mal wieder zu. Ja, Lady Janine, das ist Adobe Experience Design. Adobe XD. Und das ist interessant, wie der Marius das benutzt, um eben auch eine Präsentation zu machen. Ja, ich fand es wirklich total cool. Das hat
Ich habe mal angefangen und dachte mir, jetzt, wie organisiere ich das Ganze? Und das ist eigentlich so mein Gedankenprozess. Und fand das schön, das aufzubauen. Ja. Genau, also wie du meinst, das ist wirklich dann für jemanden, der jetzt auch mit der Technik zusammenarbeitet oder mit der Umsetzung, ein schönes Thema, weil ich finde, man investiert oft viel Zeit in das visuelle Design oder den User Experience Research und hat dann Spitzen, in denen man viel Zeit investiert oder auch viel Budget und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder dazu kommt bei dem Entwickler, der sagt, nee, geht nicht so. Wie soll ich denn das jetzt in den 2 Monaten noch irgendwie umsetzen? Und dann sitzt man da als Konzepter und hat seinen super schönen Prototypen gebaut und denkt sich, genauso will ich es, genauso soll es sein, der Kunde will es auch genauso. Aber vergisst dann eigentlich, was bedeutet das eigentlich als nächsten Schritt in der Umsetzung? Wie verhält sich das Ganze wirklich als Animation? Wie verhält sich dann, wenn es jemand benutzt, wenn jemand nur Edge hat als Empfang oder wenn jemand noch auf einem Android 4.0 Gerät ist oder, ja, oder vielleicht gar kein Smartphone hat? Ja. Gilt die Experience dann trotzdem? Was ich wirklich cool finde bei Facebook, also wie sie anfangen jetzt auch Apps zu bauen für das alte Nokia oder das neue Nokia, das rauskommt. Genau. Finde ich echt wichtig, da einfach drüber nachzudenken. Genau. Und ja, das sind einfach so Elemente, die kennt jeder. Ich finde es gut, mal so hier anzufangen, vor allem wenn man von jemandem kommt, der mit einem CMS arbeitet, also was Katharina auch hatte für Red Bull am Anfang. Mhm. Das sind so Elemente, wo man eigentlich dann sich denkt, wieder man sieht es dann irgendwie ist online und so, Textblöcke sitzen nicht gut, viel zu lange, die Überschriften sind viel zu klein, die Bilder sind nicht schön gesetzt. Und wenn man sich anfängt mit einem Programmierer zu arbeiten und sich diese Design-Pattern oder die Design-Systeme auch überlegt, ich springe jetzt so hier ein bisschen rum, was ich hier unten noch habe, also im Detail zu gehen, sich einfach mal auch so eine Kachel zu nehmen. Das ist jetzt mal so eine Empfehlung von einem Freunden, die war schon irgendwo. Super cooles Museum. Ich weiß zwar nicht, wo es ist in Paris, aber es ist eben in Paris. Vielleicht sind die Farben auch super verändert, ich weiß es nicht. Aber es sieht ganz cool aus, hat mir ganz gut gefallen. Auf was ich sonst nie kommen würde, aber vielleicht einer meiner Freunde empfiehlt es für mich. Ich nehme mal dieses Modul raus und da gucke mir eigentlich an, in dieser Skeleton-Ansicht, was habe ich denn eigentlich für Bestandteile in dem Ganzen. Und dann auch zu gucken, wie lang darf die Copy eigentlich sein. Also jemand, der da sitzt als Content-Editor und den Text schreibt. Kunden machen das ja immer gerne, die schreiben dann irgendwie 500 Zeichen Texte oder so, oder viel zu lang. Dann einfach zu sagen, hey, damit ja alle Keywords drin sind. Ja, genau. Super. Marketing läuft alles. SSO ist ja auch wichtig, oder SEO. Aber das ist sowas, was der Designer oder der UX-Konzept am Anfang nicht so bedenkt. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich glaube, man spart sich dann auch im Endeffekt viel Zeit und kann sich auch mehr auf die App an sich konzentrieren oder auf die Idee. Und hat so ein Pattern, das man eigentlich auch überall benutzen kann. Genau, ich habe das jetzt mal so auf der nächsten Seite. Wir arbeiten an dem Ding morgen auch noch weiter. Also es ist mal so ein Anfang, wie ich mal jetzt so als erste Skizze dran gehen würde. Aber das ist so der Teil für mich morgen eigentlich. Genau, komm da rein, kann noch ein paar Fragen stellen. Oder ich habe eben diesen Avatar, der mich begrüßt. Was will ich denn eigentlich machen? Bin ich noch mit einem Freund da? Fahre ich erst nächsten Monat? So ein paar Fragen, die so hin und her gehen. Und dann sieht man Recommendations oder Sachen, die Freunde eh schon gepostet haben. Also hast du jemanden, Freunde von dir, die hatte schon mal ein Airbnb in Paris. Muss nicht mehr lange gucken, sitzt nicht mehr lange da, so dein Preisbudget passt. Super, kann man gleich buchen. Freundin war schon mal hier irgendwo, total cool. Hat einen Haufen Likes, das ist auch super, bei mir um die Ecke. Kann ich mir gleich angucken. Genau. Und wenn man das Ganze mal so rausnimmt, also habe ich bei den anderen zwei jetzt auch gesehen, ich finde es immer so spannend, wie jeder daran arbeitet, also jeder seine eigene Art hat, irgendwie an so Themen ranzugehen. Was ich immer ganz gerne mache, ich fange schon immer hier an, bei den Visual Designs, oder ich muss immer dazu sagen, ich bin eigentlich so, ich mache alles beide gerne, deswegen springe ich gerade so ein bisschen zwischen UI und UX, oder wir machen es eben Team zusammen, also es ist ein UX Researcher bei uns, UX Designer, UI Designer, Motion Designer, und es kommt auch immer viel hinterher, wenn du in so einem Team arbeitest, das gefällt mir ganz gut. Und was wir dann ganz gerne machen, wir gehen dann nochmal einen Schritt zurück und gucken eigentlich, hey, was sind die Sachen, die als Call-to-Action-Buttons sind, was habe ich wirklich als Interaktion, wie viel Platz nehmen die ein, sind die eben auch in der Area, wo ich gut hinkomme mit einer Hand, kann ich die gleich eben machen. Weißt du, für Architektur gibt es so diese Sachen, diese Bücher mit Menschen, wie die am Stuhl sitzen, wie hoch die Tische sein müssen. Ja. Gibt es das auch für UX-Design? Zum Beispiel, wie ein Daumen, wie weit ein Daumen kommt, oder weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Also ich finde so Ergonomie ist echt so ein Thema, das vergisst man immer gerne. Gibt es das?
Ich weiß, es ist so ein UX-Engineer da. Es gibt auch Leute, die studieren das jetzt. Also wirklich so ein Stuhl. Also Ergonomie vom, genau, vom Smartphone. Genau. Und das ist schon echt so. Du hast also der Screen hier zeigt das so ein bisschen. Also es gibt so Regeln schon. Ich komme so mit der Zeit. Also Apple hat super Human Guidelines. Okay, ja. Was du vorhin meintest, ist eigentlich so Menschdesign. Human Interaction Guidelines, wo ich sage, da komme ich hin mit meinem Daumen. Da komme ich gerade noch so hin mit meinem Daumen. Das ist so die zweite Fläche. Und dann gibt es welche, wo ich Features auch mal reinpacke, und die nehme ich dann lieber mit zwei Händen. Okay. Also wenn Leute jetzt zum Beispiel auch drüber nachdenken, das hat er auch ganz schön geschrieben in dem Artikel. Genau. Ich habe da viel rausgeklappt. Hier, genau. Also das ist so das Direkte. Ah, okay. Ja, Apple macht auch ziemlich viel Research dazu, das finde ich ziemlich gut. Man sieht es hier, wenn das Video nach abspielt, weil oft ist ja die Auftragsdiskussion. Ah, das ist also rechtshändig. Das wäre rechtshänder, genau. Ja, okay. Ja, ich dachte auch links, aber ja, da wäre es genau andersrum. Oft auch die Frage, also erstmal in Research die Frage zu denken, habe ich viele Leute, die auf Mobile sind? Welche Themen sind in der Navigation wichtig? Weil man dann oft im Marketing irgendwie auch vorgesetzt bekommt, das muss das Erste sein, das ist das Wichtigste, die Suche ist das Wichtigste. Und hier sieht man eigentlich auch unten in der Leiste, dass es eigentlich so die ersten zwei, drei sind, die so jetzt in der Hierarchie auch wichtig sind. Genau, und es kommt eigentlich so viel aus der Ergonomie. Ja. Dotman 234 sagt Thumb Heatmap googeln. Okay. Ja, danke. Thumb Heatmap. Ja. Genau. Und das Ergonomie ist eigentlich so ein Thema, wo ich auch jetzt viel aus dem Team lerne oder von Kunden auch. Also was ich voll spannend finde, wir arbeiten gerade mit einer Firma zusammen, die... Wow. Die so Dinger baut. Walzen, also so Straßenwalzen. Okay. Ja. Und da ist echt so, also da lerne ich im Moment voll viel, was Ergonomie angeht. Das ist wirklich, wo du auch denkst, okay, da ist kein Dach drüber, da muss der Kontrast sitzen irgendwie, da kommt man rein mit so einem, Und das steht in der Maschine. Ja, genau. Also man kann auch nicht so viel dazu sagen, aber das ist echt ein cooles Projekt. Ja. Und da lernt man auch einfach viel. Das ist, finde ich, auch so schön an dem Jump. Du kommst einfach zu Bereichen, wo du denkst, ja. Also ich bin noch nie auf so einer Walze gesessen vorher. Wer war es? Im letzten Stream in San Francisco hat der einer für Rasenmäher oder so. Auch cool. Ja. Ja, super. Oder auch ein anderes Projekt, an dem ich gearbeitet habe, war für Osram. Genau. Also ähnlich wie Philips Hue. Auch total spannend, also super viel über Licht gelernt, über Kelvin, an die Lichtwärme. Genau, wie Licht eigentlich auch wirkt, wenn man einschläft. Super spannend, also das ist eigentlich echt eine schöne Sache an dem Job. Ja, man lernt ja immer was Neues. Ja. Hört nie auf. Die Walze mit Alufelgen, das ist eine super Frage. Ich glaube, das Ding da vorne sieht gut aus. Die Walze haben die gern. Ja. Die Grenze zum Ingenieur wird immer unklarer. Finde ich also auch eine gute Frage, wenn man so Firmen arbeitet, der Automotive-Bereich, also BMW, Audi. Da ist, glaube ich, im UX-Job auch jemand, der mal Ingenieur war oder noch Ingenieur ist. Ich finde das auch. Ich glaube, viele Leute kommen in den Job rein, weil sie vorher irgendwie einen anderen Job gemacht haben. Ich würde das nicht so als Ingenieur bezeichnen, aber mehr als generelle Kultur, dass man einfach Sachen halt wissen muss. Und besonders wenn man für Kunden arbeitet, muss man den Kunden fast besser kennen, als der Kunde sich selbst kennt. Ja. Und das war immer meine Sache, auch als ich meine Firma hatte. Das war immer, ich verbrachte auch ziemlich viel Zeit in den Büros und guckte, was die Leute machten. Und also und wirklich zu kapieren, wie der Kunde funktioniert. Und das braucht, ich bin kein Ingenieur. Aber Sachen kann ich schon kapieren. Ja. Und das finde ich wirklich spannend. Das ist eigentlich so, was mir auch kam, so in der Zeit, wenn man anfängt, irgendwie so ein bisschen zu schreiben. Ich finde so Empathie ist sowas, das hört man im Moment echt oft. Diese Buzzwords. Ja, genau. Ja. Sagt man Buzzword auf Deutsch? Ja. Gibt's das? Oje, okay. Ja, vielleicht weiß es jemand. Ich spreche so viel Englisch. Zum Board. Sehr gut. Und
Ich finde, das ist sowas Schönes, weil das ist so, was wir hier bei uns im Team ganz gerne machen am Anfang, wenn man einen neuen Konten hat. Mhm. Wie du meinst, auch einfach mal dahin zu gehen, bevor man eigentlich anfängt, sich da rein zu versetzen. Wir haben diese Walze dann auch mal getestet am Anfang. Cool. Genau. Hast du die total cool. Die gefahren? Ja. Das ist super. Also ist echt, das Video dann nicht mehr da aus. Schlagwort, cool. Sagt Evil Series. Ja, Schlagwörter, ja. Ja. Passt gut. Genau, und es war einfach unglaublich, weil du denkst dir, du sitzt als Designer, kommst du aus deiner Blase und denkst dir, ja, dann mache ich ein super UI, das wird total cool. Ja. Die ganzen kleinen Features und Animationen. Und dann hockst du auf dieser Walze und das ist halt ungefähr so. Und du weißt, dass du mit deiner Hand eigentlich gar nicht wirklich da drauf kommst. Ja. Genau, da geht er mal mit einem Heißluftstrahler rein oder mit einem Hochdruckstrahler. Da ist kein Dach drüber, die steht irgendwie in China oder in Indien, das ist super heiß. Ja. Genau, und dann muss das Ding natürlich irgendwie auch mit Handschuhen funktionieren. Genau, und das ist eigentlich super spannend. Also, ja, Melody Janine, das macht mir gerade so viel Spaß an dem Job. Sich in neue Prozesse, Produkte eindenken und Kunden kennenlernen, ja? Ja, finde ich auch total schön, weil ich finde, es ist auch so, ich glaube, es gab eine lange Zeit, wo das Portfolio oder die Projekte, die man gemacht hat, so der Schlüssel waren zu dem, was man machen will. Finde ich also auch immer noch so. Also ich finde, man sollte sich immer Zeit nehmen, auch mal außerhalb der Kundenprojekte, die man meistens nicht zeigen darf, wirklich so ein, zwei Monate zu haben, weil das Portfolio, das man hat, ist so die Sachen, für die man geheilt wird. Genau. Ja. Und da komme ich immer zurück für das, die generelle Kultur. Und wie ich auch immer sage, die Ideen sind immer das Produkt von alles, was ich gehört habe, gesehen habe, gefühlt habe. Alle diese Sachen kommen dann zusammen in meinem Kopf und die werden dann Ideen. Und wenn man nicht gut, nicht viel genug da draußen ist in der echten Welt und guckt, wie die Sachen funktionieren, was die Leute machen, wie das alles funktioniert, ist es halt schwer. Ja. Und deshalb ist Erfahrung ist wichtig. Auf jeden Fall. Ja. Nicht ganz bei dir. Ja. Und wie du sagst, auch ich glaube, was du gerade sagst, Janine, das gefällt mir total gut, weil diese Beziehungen aufzubauen ist auch sowas, wenn man den Kunden dann besser kennenlernt, über längere Zeit mit denen zusammenzuarbeiten. Es kommen echt Sachen raus, die sind so viel besser, wenn ich also diese kurzen Freelance-Projekte dann wieder verschwindet. Ja. Ja. Mhm. Gibt es natürlich auch und man lernt viel, das ist super, aber ich finde, so eine Beziehung aufzubauen ist echt was Gutes, das merkt man meistens auch in den Projekten. Ja. Ja. Mhm. Genau. Das ist eigentlich so, ich hatte den die ganze Zeit offen, ich wollte das am Anfang eigentlich gleich sagen. Weil ich finde, einmal muss man wenigstens Apple erwähnen. Und wenn ihr dieses Video anguckt, echt, ich hatte, also die meiste Gänsehaut an dieser Präsentation hatte ich eigentlich bei dem ersten Satz. Und ich finde auch, wenn man so ein bisschen reinguckt und aus dieser Storytelling-Perspektive drauf guckt, ist diese ersten zwei Sätze, die ihr in diesem Video sagt, sind so genial, weil das eigentlich der ganze Pitch ist von Apple für das iPhone. Also über die letzten 10 Jahre. Also man sieht es hier, man hört es jetzt nicht, also guckt es euch nachher nochmal an. Aber er sagt eigentlich, the goal of Apple was to create a device that disappears into the experience. Also das einfach in der Erfahrung verschwindet. Ja. Und das ist für mich so, da denke ich mir, wow. Also das erfolgreichste Produkt der Welt, das es bis jetzt gab, dessen Perspektive oder dessen Vision ist es eigentlich, dass es in der Experience verschwindet. Also einem Experience Designer so viel Fokus oder so viel Aufmerksamkeit zu schenken, ist unglaublich. Und ich finde auch so aus der Perspektive, ich glaube, ich habe oft genug jetzt die Erfahrung gemacht, was es heißt, ein Business Modell auch zu beeinflussen durch Design, ist es echt unglaublich, wie schön, dass es eigentlich Design so viel Ja, und das ist ein ziemlich neues Phänomenon, sag mal das Phänomenon. Ja, würde ich sagen. Weil ja, das Designer sind eigentlich, und das ist wieder so ein Wort, das ist Storytellers und Leute, die halt in ein Problem reinkommen und dann eben eine Geschichte finden, um ein Problem oder die Geschichte erzählen dazu. Ja. Und ob das visuell ist oder textlich oder halt Experience. Und all diese Sachen, das war vorher überhaupt nicht so. Das waren, okay, du musst einfach dieses Magazin machen oder dieses Buch oder dieses Poster. Ja. Dann war's. Das war's. Das ja. war's. Ja. Genau. Ja. Macht auch super viel Spaß. Also, mache ich gerne Wallpaper, aber es ist auch irgendwie. Ja. Genau. Das finde ich auch, also ich finde, es hat einfach super viel Auswirkungen auf die Art, wie man so lebt. Deswegen hatte ich dieses Beispiel da mit dem Fahrrad-Ding mit drin.
weil du, ich finde... Ja, Daniel Krug gesagt, wenn man mich fragt, was mein Job ist, sage ich, die immer komplexer werdende Technik. So einfach bedienbar wie möglich zu machen. Ja. Ja, schöne Definition, finde ich gut. Ja. Weil das ist echt wirklich so ein Zwischenfeld oder zwischen Technik und Design. Mhm. Ja. Ja. Das ist auch, ich finde, das ist schön, weil man sagt eigentlich Technik und Technologie, das ist immer so ein Begriff, den setzt man immer gerne gleich. Mhm. Aber ich habe mal nachgedruckt und eigentlich ist es schon, Technik ist wirklich das Gerät, das da passiert. Und Technologie ist so diese, wirklich die Software eigentlich, die dazwischen steckt. Mhm. Und eigentlich so ermöglicht, was man damit machen kann. Ja. Und das war so in dem Moment echt, da dachte ich mir, das ist so, also wirklich Habit-Forming, also Gewohnheiten bildend. Mhm. Ich spreche, glaube ich, mehr Englisch als Deutsch, aber wie auch immer. Und das ist sowas, was man super längere Zeit mitnimmt. Und das finde ich auch so schön zu sagen, jetzt im Moment gibt es so eine Diskussion, ob man eigentlich nur die neuen Zigaretten erfunden hat mit Apps. Mhm. Weil das ist so ein Suchtverhalten, das man eigentlich prägt. Mhm. Also so, ja. Ich finde auf der einen Seite, ja, okay, kann ich rechtfertigen, weil es gab dann so Bilder, wo du so eine Marlboro-Schachtel neben dem Notification-Icon hattest. Mhm. Und eigentlich ist es beides das Gleiche. Man kommt immer wieder zurück und kommt dann deswegen zurück. Mhm. Ja, und ich finde, dass wir als User Experience Designer da so eine große Macht haben inzwischen auch, oder so viel Einfluss, die einem vielleicht nicht einfach so klar ist. Also man setzt dann immer gleich dieses Notification-Icon und das Benutzer-Icon da rein. Aber vielleicht ist das Ziel des Ganzen eher so eine Reise aufzubauen, dass man sagt, hey, geh einfach mal raus. Mhm. Also nicht immer auch gleich zum Ziel zu setzen. Ja, das ändert sich auch doch alles, weil zum Beispiel Adblockers ist eine Sache. Im neuen iOS tut Apple das Always On für Geolocation nicht mehr möglich für die Developers. Mhm. Damit also es Apple ermöglicht, allen zu sagen, nur wenn ich die App benutze, auch wenn der Developer das nicht wollte. Mhm. Weil, ne? Aha, ja. Grenzen kommen normal, denke ich, also auch natürlich in das ganze Experience rein. Ja. Und das finde ich auch gut, weil ich denke, überwiegend das kurzfristige Spiel und das langfristige Spiel, das man spielt, weil ich glaube, auf lange Sicht, das ist so ein Habit-Forming-Process zu haben, was sehr viel sinnvoller ist, auch also für die Kundenbindung, als wie jetzt, ich hatte da recht, das fand ich einen ganz coolen Slide, das ist dieses, also eigentlich nur dieser Vergleich zwischen dem Finite Game und dem Infinite Game. Weil man bei so einem Infinite Game fängt man eigentlich langsam an, eine Kurve aufzubauen. Mhm. Und Infinite Game wird in vielen Agenturen oder vielen Firmen auch gerne unterstützt, weil man hat diese Peaks, Leute, die super gut performen. Mhm. Aber dann ist man auf diesem Punkt, kriegt einen Pay Raise oder wird irgendwie kommt in eine Senior-Position und dann fällt man wieder runter, weil man kann dieses Level halt nicht ständig halten. Ja. Und das ist eigentlich was so gefördert wird in der einen Kultur. Aber auf der anderen Seite geht es hier natürlich einfach viel, viel weiter hoch. Es dauert natürlich lange, ja. Aber ich finde, das ist, was eigentlich so diesen Erfolg von Apps wie Freeletics oder Runtastic auch einfach ausmacht. Mhm. Ja, und das finde ich schön. So, deswegen ist so ein Apple Watch ist für mich eigentlich auch so ein Device, wo ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt. Nice buzzword. Design Ethics. Ja. Design Ethics. Nice, ja. Und das ist eigentlich so eine Watch. Ich finde so wirkliche Sportler, die viel Sport machen, haben eigentlich gar keine an. Die haben meistens so eine Garmin oder so an. Also sind viele, ich zähle mich da auch total dazu, die eigentlich erstmal anfangen, so ein bisschen sich damit zu beschäftigen. Und ich finde, das ist auf Startup-Seite auch oft so, dass du ein Thema hast, das dich sehr beschäftigt. Und eigentlich schreibt man so eine Art Abschlussarbeit oder eine Masterarbeit oder eine Doktorarbeit, weil du steigerst dich oder du gehst so tief in dieses Thema und versuchst, diese Kernprobleme zu lösen, um dann zu einer Lösung zu kommen oder eine Lösung vorzuschlagen. Und ich finde es spannend, weil oft Leute, die dann auch so eine Persönlichkeit haben und sich damit beschäftigen, stecken da auch wirklich so gut drin. Und Apple Watch ist eigentlich sowas, was für mich jetzt so Sport irgendwie näher bringt. Und ich merke mit der Zeit, okay, das war mein erster cooler Schritt, einfach mal rauszugehen und zu laufen. Einfach nur mal. Ja, überhaupt. Das wird dann das habe ich. Ich habe auch. Mit dem habe ich mir als Regel gegeben, okay. Spaziergang jeden Tag. Super. Ja. Genau. Ich habe natürlich auch Hund und Kinder, aber diesmal habe ich mich wirklich forciert und das tue ich alles da recorden und so und bin mit anderen Kollegen da vernetzt. Okay, Boris hat sein Exercise gemacht. Es ist total gut, weil am Anfang denkst du ja auch so, oh Mist, dann hat er auch noch mehr als ich oder der ist mehr gelaufen als ich. Auf der anderen Seite sport einen an und ich glaube aber auf die lange Sicht, das ist super, weil du gehst jetzt jeden Tag raus. Ja. Also habe ich davor nicht gemacht und das ist so, also auch mal für sich selbst, das ist so ein Ding, wenn ich wieder rauszoome, KPI und
Return of Interest sind immer so Sachen, die auch mal super wichtig sind für alle. Sind sie auch. Aber ich finde, nimm dir KPIs, die dich glücklich machen oder die ein gutes Ziel verfolgen. Mhm. Wenn ich meine erste App rausbringe, ist mein Ziel nicht gleich 1 Million Seed-Funding zu bekommen, sondern mein Ziel ist, dass ich das Problem gelöst habe. Ich will noch gar keinen User haben eigentlich. Also ich will die App nur für mich benutzen. Mhm. Nächste KPI ist vielleicht, hey, wow, ich habe 1000 Leute, die diese App benutzen. So unglaublich viel. Mhm. Setz diese Leute mal in den Raum. Das ist wie skaliere viel. Ich das? Genau, ja. Und glaub mir, der Rest ist eine lange Geschichte. Also das, es gibt wirklich, auf meinem Pinterest-Board habe ich ein paar Stories auch zu Airbnb, ist glaube ich so die bekannteste. Mhm. Die Jungs haben eigentlich angefangen, dass sie halt eigentlich nur eine Luftmatratze in ihrem Zimmer hatten. Mhm. Kennst du die Story? Oder? Nein, nein, nein. Ja. Genau. Weiß nicht, ob sie jemand kennt, und ich fand das wirklich, wirklich krass, weil das war noch lange bevor Obama Präsident wurde, haben die eigentlich schon damit angefangen und wollten diese Plattform aufbauen und dachten, hey, das ist jetzt super, weil es gibt nur Hotels, super teuer und wir machen das so. Haben die Website aufgebaut, schaut auch mal nach und guckt mal irgendwie Airbnb Design 2010 oder so. Das ist echt spannend. Und es war, ich weiß nicht, habe ich den noch offen? Dann hatte ich... Nee, ist auch gleich. Also auf jeden Fall, du siehst so eine Timeline. Es fängt irgendwie an, 2007 oder 2008, wie auch immer. Und du siehst dann, dass es eigentlich erst bis zu dem Inauguration Date, also dem ersten, der erste Obama... das war der Trigger. Genau. Und dann waren so viele Leute in Washington, dass sie gesagt haben, wow, wir haben jetzt die Plattform, sie ist schon da und jetzt kommt der richtige Moment. Und da ist es eigentlich erst, das war mal dieser Overnight Success, wo jeder denkt, okay, jetzt ist es passiert. Ist wieder so ein Unicorn, das irgendwie aufgetaucht ist. Aber und eigentlich waren es aber schon 5 Jahre davor, die super hart waren, weil sie hatten nie kein Geld mehr. Der eine ist wieder Drummer geworden, der andere hat Airbnb-T-Shirts verkauft. dann hatten sie irgendwie so Cereal, also so Cornflakes für Obama mit diesem O vorne drauf und hatten die verkauft. Das war eigentlich das erste Funding, das sie hatten, so $10,000. Fand ich auch total cool, das mal zu hören. Das ist eine andere Sache auch, die immer wieder rauskommt in diesen Adobe-Livestreams, ist, die Sachen passieren nicht schnell. Da kommt viel Arbeit rein, viel Zeit, viel auf die Schnauze fallen, viel Lernen halt. Ja, genau. Also du bist wirklich viel hier. Ja. Ja. Du bist immer da hoch, aber du bist eigentlich immer noch irgendwo hier unten im Wasser. Ja. Und das ist echt nicht aufgeben, die Phase ist immer mit dabei, also man springt irgendwie auch mal da wieder. Wo ist das? Ich springe jetzt so. Okay, das sind. Das hätte ich noch bedenken sollen. Es gibt viele solche, glaube ich. Mhm. Ich war auch oft da. Aber ja, genau. Und ich finde, da spielt man das Experience Designer einfach eine große Rolle inzwischen, wenn man sich bewusst sein kann oder bewusst sein soll. Genau, das war eigentlich so der Punkt, den ich hatte. Ich finde, wir haben auch einen User Experience Researcher bei uns im Team. Ich habe ihn dann so gefragt, was ist eigentlich deine Lieblingsdefinition von User Experience? Ich weiß gar nicht, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder, zum Vorlesen? Ja, 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 wir haben noch 45 Minuten. Okay, ja, super. Genau. Ich gehe nicht die ganzen durch. Also die ISO und so, die kann man weglassen. Hier wird User Experience über die Wahrnehmung und Reaktion einer Person, die sich bei der Benutzung und der erwarteten Verwendung eines Produkts ergeben, definiert. Und das finde ich super, weil... könnt ihr auch nachlesen, ich teile das nachher auch gerne. Ich tue es hier auf die andere Seite im Moment. Okay, ja, so. Cool. Dann schiebe ich auch noch ein bisschen rüber. So. Perfekt. Und ist halt echt genial, weil ich finde, ich glaube so, die nächsten Ziele, die es so gibt, oder die nächsten Stolpersteine als im Design oder überhaupt im digitalen Design, ist Miniaturisierung, dass man schafft, Dinge so klein zu machen, also auf Product Design Seite. Weil eigentlich ist hier oben so eine Kinect verbaut in dem iPhone, was ich unglaublich finde in dieser kleinen Form. Eine was? Eine Microsoft Kinect, die es für die Xbox gab. Genau. Und eigentlich ist es... Also es da war auch ein Paranormal Activity mit diesem Punkt. Hast du das nie gesehen? Ah, okay. Ja, krass. Du kennst Paranormal Activity, dieser Horror-Ding da, oder? Und da war eine von denen hatte eben, wo du nur mit einem Pünktchen von der Kinect, es war die Kinect, dieses Wesen im Raum hat es. Im Raum hat es, ja. Wow. Super creepy. Super creepy. Aber das war interessant. Ja, das ist genauso mit all diesen Pünktchen, das ist, was die Kinect macht. Ja, total beeindruckend. Ja. Und das finde ich echt, also wir arbeiten auch gerade an einem Projekt, das kommt nächstes Jahr raus. Anderes Thema, aber auch, da ist so Militarisierung echt ein wichtiges Thema. Und
Das ist für mich auch so. Also ich hatte lang so ein, wo man so eine Brücke hast, wo du denkst, okay, wow, das wird Future, das wird irgendwie nächstes Jahr rauskommen, da arbeiten wir dran. Aber wenn du mal diese Grenze aufbrichst und sagst, hey, Virtual Reality kann so sein oder AR, wie es jetzt dann auf dem iPhone passiert mit AR-Kit, ja, dass du so viele Polygone hast oder du hast so viele Möglichkeiten auf diesem Canvas zu spielen, mit Unity oder mit den ganzen Tools, die es so gibt, ist unglaublich. Also, und das finde ich, da sollte man sich einfach nicht beschränken. Also Technologie einfach weggelassen, mich hier ausprobieren, was ich gut finde. Genau. Und es ist echt für mich so eine, meine, jeder spricht darüber, klar, aber im Endeffekt ist es so clever aufgebaut, weil wenn man es mal analysiert und dieses Video durchguckt, dieser Top-Notch, der ist eigentlich nur als Branding, ist glaube ich so ein Archetyp, weil sie verlieren langsam den Home-Button als Archetyp, das war immer so diese Unterscheidung zu einem Android-Device. Deswegen ist sie glaube ich absichtlich, auch wenn sie viele UI-Designer nicht so cool finden, aber in diesem 2D-Mockup ist es das Einzige, was unterscheidet zu einem anderen Device. Und du hast was, was wirklich, also eigentlich nur noch Screen ist. Ja. Gut gelöst, weil es sind so Kleinigkeiten, wie an der Seite habe ich ein bisschen Raum für den Screen noch. Mhm. Andere, da liegt der Daumen dann schon über dem Display, bei irgendwie ein paar Android-Handys. Mhm. Also super durchdacht, finde ich wirklich gut. Ja. Und der Rest kommt auch. Also das ist so, hatte ich auch so eine Erfahrung, wenn du dann mal in einem Team arbeitest, wo die App dann auch in den App Store kommt. Die App ist super, hat aber irgendwie einen kleinen Bug. Und es gibt nur noch nur Sterne Reviews. Okay. Ja. Und deswegen, ja, die Reviews kann man dann auch nicht wegnehmen. Genau, die bleiben das, da. Deshalb gucke ich nicht nur immer die letzte Version, aber alle Versionen. Ja. Gucke ich mir die Reviews an. Das finde ich, sollte man echt im, dem Ganzen irgendwie gerecht zu werden, auch mal einfach machen. Ja. Total. Super gemein. Ja. Und da ist auch wieder zu mich nochmal ein bisschen raus, gucken wir die User Story an, habe ich alles mit drin. Ja. Genau. Deswegen finde ich das eigentlich so schön, hier auch so zu arbeiten. Das ist super. Gefällt mir voll gut. Ja, also. Deswegen fand ich die. Ja, genau. Also, Fuchs ist der Beste, finde ich. Da mal dran denken, weil das ist ein Teil, den vergisst man auch immer gerne, bevor man Release anfängt. Familiarity, also Dinge, die man auch schon kennt, sind für mich auch noch so ein wichtiger Teil, den man gerne vergisst. Weil wir sitzen jetzt auch in unserer Designerblase, jeder hat irgendwie so ein ästhetisches Auge, eben ist irgendwie wichtig, dass es schön aussieht. Aber dann geht man irgendwie auf, also das finde ich so, war für mich das schönste Beispiel. So würde ich es als Designer gerne haben. Und so benutzen es über 1,2 Milliarden Leute. Ja. Und finden es super. Weil das ist personalisiert. Ich habe Leute, die ich kenne, Leute können mir direkt sprechen, also unglaublich, wie viel Voice UI es gibt. Mit Hintergrundbildern auch. Oder? Ja, verrückt, oder? Unglaublich. Ja. Und das ist echt so, also Google hat angefangen, jetzt langsam Design Guidelines zu entwickeln, vor allem internationale, wo Farben so eine ganz andere Rolle spielen. Mhm. Also ich denke, wenn ich jetzt, ich habe diesen Screen angefangen, wenn ich ihn jetzt aber so für mich weiterentwickeln würde, ich sage, ich mache ein neues Artboard. Was sind wir denn darüber? Würde das Ganze vielleicht einfach keine Farbe haben. Das war der Grund, warum ich eigentlich die Screens schon vorher gemacht habe, glaube ich. Weil ich, wenn man hier so lange da sitzt und nur die Screens zusammenbaut, dann wird es auch. Genau, also Quartz macht das zum Beispiel auch. Super News-Seite, die hat dann auch diesen Apple Award gewonnen für eines der besten UX-Designs letztes Jahr. Ich glaube, wenn man wirklich anfängt, dann nur allein von diesem wirklich sehr topografischen zu einem Bubble-Design zu gehen, dann fühle ich mich schon wieder zu Hause, dann weiß ich, okay, komm, kann vor, ich weiß, wo ich hin drücken muss. Und so, wenn ich jetzt bei dem Design bleibe, wo ich war davor, hatte ich nie, vielleicht wäre ich nie drauf gekommen, ich muss hier unten draufklicken. Kleinigkeiten, ja. Aber ich denke, ich springe jetzt auch ein bisschen raus und rein, aber ich finde es einfach interessant, so mal zu denken, weil das sind, glaube ich, viele Dinge, die wir auch. Ja, danke. Ja, genau. Ist super schön gelöst. Also, ich meine, es ist eine App. Und Clive, kannst du schnell gucken auf User Voice? Was mit Mixed Blend Modes? Ich sehe hier was mit 119 Votes. Blend Modes. Blend Modes, 119 Votes. Feature in the Backlog. Okay. Denken dran. Ja. Was ich auch noch cool fände, wäre Auto Recovery, wie bei Photoshop. Ja, das wäre ein super Feature. Genau. Und
Ja, also das ist noch immer in Beta. Mhm. Ist es? Ja. Ist halt noch immer Beta, ja, natürlich. Und natürlich alle diese Sachen, wie zum Beispiel Crash Recovery, das sind Sachen, die sehr viel auf der RAM arbeiten, weil die muss jetzt die ganze History erinnern. Okay, verstehe. Und dann, Ist nicht so ganz einfach, aber natürlich Crash Recovery. Ja, fände ich cool. Geht natürlich auch ohne, aber. Und wenn ich mir jetzt denke, es gewinnt so ein Prestige Award wie ein Apple UX Design Award für eine App, die an sich so einfach ist. Mhm. Aber ich. Die benutze ich auch. Ja, sehr cool. Die liebe ich. Ja, das, Aha. Ich finde es kleine Informationen. Wenn ich weiterlesen will, mache ich. Wenn ich nicht, dann halt nicht. Genau. Ja. Und es ist cool, weil es funktioniert auch mal, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich habe eine Edge oder ich habe auch nicht wirklich viel Internetzugang. Ja. Und es ist super. Also ich finde es ein schönes Beispiel, das eigentlich in diesen User Experience Bereich gut passt. Ja. Genau. Deswegen ist es eigentlich so, dass dieses Konzept sich in total viele Richtungen entwickeln kann. Ich bin jemand, der total gern visuell ist, weil ich glaube, man macht irgendwann auch die Erfahrung, dass es in manchen Fällen cleverer ist, wirklich nach den nach den KPIs zu gehen, die man sich hier auf der rechten Seite gesetzt hat. Und nicht nur nach der Design-Inspiration, die man hatte. Natürlich auch ein wichtiger Teil, der ist für mich auch super wichtig. Aber ich glaube, an unserem Pinterest-Board, dass wir so ein Team haben, sieht man das eigentlich am besten. Fand ich auch echt cool. Also das machen wir gerne so im Team. Mhm. Weil eigentlich wir haben viele visuelle Designer mit dabei, aber auch viele, die einfach so aus der Ergonomie eben kommen oder aus der Theorie. Und du hast viele Posts, die sind jetzt wirklich coole Sachen, coole Design-Samples mit dabei. Schöne visuelle Illustrationen. Ja, auch cooles Behance-Feature, das es letztens gab. Hat mir echt gut gefallen. Aber du hast auch Themen, die, genau, was ist the future of automated driving? Es gibt fünf verschiedene Arten von automatisierten Fahren. Dinge, die ich auch einfach so mitlernen. Sagen wie Mind Control is no sci-fi anymore. es gibt Dinge, die einem so vielleicht nicht kommen würden. Das finde ich in Teams wirklich eine coole Sache. Ja. Und das bei Kunden habe ich auch gemerkt, echt super. Ich meine, wenn man anfängt, sich so ein bisschen mit dem zu unterhalten, was gibt es da an Infos, die sie haben? Ja, lernt man echt viel dazu. Ja, Chris P. 1, 2, 10. 12, 10. ja, diese Blend Modes meinte ich. Und die haben wir auf User Voice. Das ist der beste Weg, immer rauszufinden, woran das Team schon arbeitet, was eben im Backlog ist, was schon drinnen oder was sie schon gemacht haben. Und eben auch, an Sachen teilzunehmen und sagen, okay, das will ich upvoten und damit es wichtiger in der Liste wird. Und vor einem Monat haben wir auch angefangen, das für InDesign und Illustrator zu machen. Also InDesign User Voice und Illustrator User Voice. .com. Ja. Da freue ich mich ganz riesig drauf, weil endlich haben wir dann für Illustrator und InDesign auch so eine Liste, die. Ja, da kann keiner sagen, wussten wir nicht. Nein, das ist dann die Liste. Das steht da. Und mit dank eben User Voice kapiert auch das Team von XD, was die Nutzer wollen und wie viel sie es wollen. Ja. Weil es kann nämlich sehr gute Ideen geben, aber die keiner will. Ja. Die keiner benutzen würde. Und das sind Ideen, die mich wenig interessieren. Es gibt viele Ideen für Illustrator und InDesign, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist die Idee wichtig für dich, aber nicht für die anderen. Tut mir leid. Mit User Voice kann man eben verstehen, wie viele Leute das interessant finden würden. Ja. Auch echt ein wichtiges Thema, also Visualisierung oder auch zu sagen, sind es Sachen, die einfach Priorität jetzt haben. Oder genau, genau, weil die Zeit ist auch nicht unendlich. Ja. Cool, fand ich ein super Feature. Sehr schön. Es ist sehr demokratisch, aber für die Entwickler ist es sehr, ist endlich Accountability. Wie sagt man Accountability? Verbindlichkeit.
sich dran messen lassen. Ja, eben, das ist messbar. Ja, ja. 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 Und eben, ja. Die Leute müssen die Verantwortung übernehmen. Und das ist eben das Coole. Und deshalb habe ich eben so viel gepusht für auch für InDesign und Illustrator, weil das war immer so eine graue Zone, wo es gab die Bug Submission Form und die Feature Request Form und da schrieb man rein. Aber man wusste eigentlich nie, ob das ankam. Ich kann sagen, es kam an. Okay, alle diese Sachen kamen in eine Liste. Aber natürlich wusste niemand in der Community, ob haben sie meine Idee angeguckt oder hat jemand schon dieselbe Idee gehabt. Also ja. User Voice ist für das super. Ja, finde ich total gut. Also das finde ich auch schön, weil ich weiß, es kommt wirklich an. Ja. Dieses Feature sollte man für die anstehenden Wahlen in Deutschland einführen, damit die Parteien endlich wissen, was das Volk wirklich will. Ja. Macht deutschesvolk.uservoice.com. Ja. Sehr gut. Oder nicht. Ja, da gleich sagen. Ja. Aber hey, entweder ist man für Demokratie oder gegen. Ja. Da gibt es keine, keine Zweisamkeit. Sobald es kompliziert wird, ist es nicht mehr Demokratie. Ja. Das ist absolut. Okay, zurück zu dir, Max. Kein Problem. Nee, finde ich gut. Visualisierung ist auch ein cooles Thema. Genau. Auch noch eins zu den Grundprinzipien. Genau, ich finde es so, also eins ist mir noch, was mir auch so mit der Zeit erst kam. Und Evo 3 sagt, diesen Sonntag wählen gehen. Ja. Am Sonntag kein Stream. Ja, mit Pause geht wieder wählen, das finde ich gut. Mache ich auch auf jeden Fall. Okay. Gut. Genau. Also, was Apple eigentlich von Anfang an schon so ganz gut gemacht hat, der mir am meisten gefallen hat, war der oben auf die Uhr zu tippen und dann wieder auf die Seite hochzukommen. Das ist ein schönes Beispiel für so einen Beschleuniger. Und Force Touch ist auch einer, den man noch nicht so oft sieht in Apps, aber den ich auch ganz gut finde. Und es sind so Kleinigkeiten in der App einzubauen, die man so vielleicht gar nicht merkt, dass man sie oft benutzt, aber schon doch wieder oft benutzt. Und ich finde es ziemlich cool, wenn ich sagen könnte, ich habe einen, um diesen Ort, den ich habe, einfach mal wieder zu personalisieren. Muss jetzt für mich kein Siri sein oder kein extra Button, den es gibt. Aber ich finde es super, wenn ich sagen könnte, okay, ich bin hier oben und kann mir die Stadt aussuchen und klicke nur kurz drauf und kriege irgendwie eine Zusammenfassung, die hier unten dann auch steht, mit persönlichen Sachen. Das ist ein super Shortcut. Ich muss nicht lange irgendwie rumsuchen, muss nochmal alle Daten eingeben. Ich klicke eigentlich nur auf einen von diesen Avataren von den drei. Vielleicht ist es ein Force Touch, vielleicht ist es irgendwie auch nur ein Klick und kriege alle Recommendations von der einen Form. Mhm. Ja. Und so hast du eigentlich was, vor allem wenn du in der Stadt stehst und du hast es auch nicht gerade irgendwie die anderen frei. Vielleicht ist sie einfach voll mit irgendwas anderem, hast ein Baguette in der Hand oder du hast eine Tasche mit dabei, was auch immer. Das sind Sachen, die fallen einem auch nicht so oft auf. Also Uber macht es auch sehr gerne in der App. Die haben unten diese drei Buttons jetzt eingeführt, diese Bubbles, um ein neues Ride Request, oh Gott, ich spreche überhaupt kein Deutsch mehr, ist echt schlimm. eine neue Fahrt einfach ein Fahrrad zu suchen. Die sind auch da unten dran. Also es sind so Dinge, die man vielleicht als Konzept dann nicht so sieht, auch vielleicht nicht als Standardelemente hat in den Guidelines, aber so finde ich es ein schönes Feature, weil du kommst mit einer Hand gut hin, drückst einmal drauf. Und du hast die ganze Interaktion beschleunigt auf einen Klick. Ja. Oh, eine coole Sache. Oh, das habe ich jetzt gemacht. Genau, also sieht man hier so ein paar Beispiele. Ich finde es auch spannend, weil eigentlich jeder so Sachen wie Slack, die benutzt man super oft. Oder YouTube, Facebook. Benutzen viele Leute in Deutschland Slack? Ja, ich glaube, es sind schon viele. Wir haben gerade angefangen. Ich mag es gerade eigentlich immer noch total gern. Ich weiß, es ist oldschool. Was ist? Slack ist oldschool? Skype ist oldschool. Skype ist oldschool. Ah, okay, ja. Hast jetzt schon natürlich ein paar Sachen, die sind super. Ich meine, so ein To-Do-Bot zum Beispiel oder so ein Chatbot, der dann irgendwie dich immer dran erinnert, heute noch irgendwie ein paar Sachen zu erledigen. Das ist natürlich schon cool. Ja. Und da sind echt ein paar UI-Elemente drin. Hier unten auch so Shortcuts oder so eine Beschleuniger. Die sind einfach genial. Ich meine, dass du ein Attachment hast, auch unterschiedliche. Du hast jemanden, den du hinzufügen kannst. Kannst du ein Attachment hinzufügen, du kannst ein Bild hinzufügen, sind auch getrennt voneinander. So Kleinigkeiten sind schon. Ja, das hat mich gestört letztens.
Okay. Ja. Ja, ich wollte einfach ein Bild reintun. Ja. Und das ist für mich ein Attachment. Mhm. Aha. Weißt du, was ich meine? Ja, zu mich bei Attachments. Genau. Ja. 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 Nicht nochmal extra ein Bild, weil ich CDS oder so. Ja. Genau. Es läuft schon. Ah. Effiziente Kommunikation. Ah, okay. Ja. Genau, ich sehe so vier Grundprinzipien, die für mich eigentlich, die kommen immer wieder, die man immer wieder irgendwie nutzt. Mhm. Und ich glaube, also da würde ich gerne morgen noch ein bisschen drauf eingehen, dass man die App noch ein bisschen weiter ausarbeitet. Eigentlich das Ganze, was wir heute so gemacht haben, mal als Idee, so ein User Story Mapping für das Thema, das ich heute hatte, dann mal in der App eingeht. Was ich noch habe als Beispiel, ist dieses Ausraumprojekt, an dem ich gearbeitet habe. Da sieht man das ganz gut. Also ich habe mit XD eigentlich schon ziemlich viel gemacht. Also es sind viele Screens, die ich noch in Photoshop gemacht habe. Natürlich viel in Illustrator. Aber ich finde es ganz schön, irgendwie immer diese Story durchzugehen und auch die einzelnen Versionen damit dabei zu haben. Also ich personalisiere eigentlich gerne auch in den Artboards, weil man oft Dinge hat, die so jetzt gar nicht auffallen. Also wenn man jetzt sagen würde, was ist der Unterschied zwischen den Screens, gibt es so gut wie keinen. Mhm. Das ist eigentlich nur das Logo oben. Aber ich bin dann auch gerne mal so, dass ich dem Kunden auch echt mal schnell was zeige. Also man ist oft so, dass man sagt, hey, das sieht so scheißlich aus, das müsste ich gar nicht ausprobieren. Mhm. Aber dann ist es oft so, dann gibt es halt irgendwie Requirements vom CI-Department oder irgendwelche Style-Guides. Und ich bin da echt so, also ihr spart euch super viel Zeit, wenn ihr es einfach mal kurz ausprobiert. Macht einfach kurz ein Screen, Logo rein, Branding so groß, wie sie es haben wollen, und dann merken sie vielleicht ab und zu, dass es vielleicht gar nicht so gut aussieht. Und am Schluss entscheidet man sich dann doch wieder für die Variante, die vielleicht auch sinnvoller ist. Vielleicht ist aber auch eine dabei. Ja, genau. Vielleicht gibt es auch eine, die ganz cool ist. Und ich fand das ganze Konzept eigentlich ziemlich schön, weil wir so auch an Dingen gearbeitet haben. Es war so jetzt an der Heatmap, Thumb Heatmap, welche Dinge sind mir wichtig. Features müssen jetzt nicht gleich kommen wie die Einstellungen. Da sagen die Leute aus dem Team Department, ja, die müssen eigentlich vor, weil ich muss meine Lampen mehr hinzufügen können. Ich glaube, so Heimautomatisierung sind viele Apps, die jetzt im Moment auch kommen oder die viele kommen werden, finde ich auch gut. Dann einfach mal auszumappen, wirklich, also ich arbeite gern so riesen Photoshop-Files, sind super so große Artboards, weil, wie du vorhin meintest, du kannst eigentlich währenddessen auch das Spreadsheet mit entwickeln, also an Assets. Welche Farben habe ich, was ist meine Design-Guideline, ja. Wie verhalten sich die Buttons, wenn sie aktiv sind, inaktiv. Viele Dinge, die ich mir einfach rausziehen kann, also wirklich gute Visual-Design-Patterns. Und dann kann man echt mal schnell, das sind so Sachen, also sowas entsteht auch mal gut an einem Tag oder an zwei. Also so ein ganzes Ding. Mhm. Ich finde, es geht immer recht schnell, aber dann bist du natürlich echt lang beschäftigt, mit den Iterationen und wieder dran zu arbeiten. Ja, ja, ja. Also das ist ein Photoshop-Snapshot? Genau, okay. Den habe ich aus Photoshop mal rausgenommen. Ja. Mhm. Um einfach mal zu zeigen, wie so Artboards bei uns aussehen. Mhm. Und ich finde es super, weil es kommen so Interaktionen, auf denen sogar patentiert. Das war mein erstes Patent. Was denn? Diese Interaktion für dieses Solarsystem. Ah. Das fand ich echt ganz cool. Ich habe es leider nicht als Animation, aber du hast so drei Solarsystem. Mhm. Und wenn du jetzt dann auf die Farbe klickst außen, dann animiert sich der Kreis und wird zu so einem großen Farbausfallfeld. Du lässt nicht los und wählst die Farbe aus, siehst auch, wie sich die Farben ändern. Mhm. Ah, genau. Cool. Das ist eigentlich schön, lässt dann wieder los und wupp, es geht dann wieder zurück in das Solarsystem. Und das gleiche dann für die Helligkeit, also wie hell soll es werden. Oder dann auch für die Farbtemperatur, also ob es jetzt kalt oder warm. Und ist eigentlich so ein Element, das zieht sich dann auch durch. Das ist eigentlich ganz schön, weil es so ein Kernelement für Oscar auch gewesen, so ein kreisrundes Element. Und dann haben wir die anderen Features wie ein Wecker oder irgendwie auch so Receipts oder irgendwelche Skills, die dann noch mit dazu gekommen sind, auch mal ähnlich aufgebaut. Und es war super, weil ich, also man findet sich eigentlich recht schnell wieder. Die Sachen, wo man sich denkt, okay, ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen seltsam, die Uhr so einzustellen. Aber es kam wirklich ziemlich gut an. Das waren super Reviews am Anfang. Genau. Ja, das sind eigentlich so, wo man sieht, so diese Design-Patterns, die ich vorhin hatte, die vier, die wende ich immer gerne an. Also ich nehme Elemente raus, wo ich sage, okay, das hier ist ein Element für mich. Es gibt immer eine Art Szene, hießen jetzt bei uns. Es sind da fünf Lampen mit drin. Eine ist ein bisschen heller, eine ist ein bisschen dunkler. Die ändern sich dann je nachdem, sind auch voll dynamisch. Und du hast immer einen Titel mit dabei, einen Untertitel, H1, H2, je nachdem. Und in dem Fall ist noch ein Preis, weil ein Store, wo man sich so das Bild runterladen konnte für die Lampen. Und warum hast du das in Photoshop gemacht? Vielleicht habe ich die Frage schon gestellt, hast du schon geantwortet, aber ich weiß nicht. Warum nicht? Weil
als wenn du das, diese Farben als Symbolen hättest, oder sind das Smart Objects? Wie hast du das? Ja, genau. Also Smart Objects finde ich super. Das ist eigentlich ein gutes Tool. Weil du sie jemals wieder einsetzen kannst, dann musst du sie auch mal ändern. Ja. Genau. Und also alles in Photoshop gebaut, ich arbeite einfach gerne damit. Und ich merke aber jetzt schon, XD ist so für den ersten Schritt echt gut. Weil du hast eigentlich nicht viele Dinge, die fehlen. Und dadurch, dass die Architektur, glaube ich, ziemlich lean aufgebaut ist, also es ist ja super schnell und sehr schnell. Also gut responsive. Finde ich, arbeite dann super dran. Das ist wirklich angenehm. Ja. Genau. Und da sieht man eigentlich so eine User-Story, wo man denkt, okay, das hat der Kunde jetzt so als Standard gesehen, die war eigentlich nur hier. Das war so unser Kernelement, das ist das, was wir eigentlich gesehen haben am Anfang. Stories festgelegt, Epics und Features, ja, man muss die Lampen hinzufügen können, ich muss sehen können, wie viel Strom ich verbrauche, Farbe ändern und ja, das war's dann. Ja, da sind auch die Landi 666, sagt, wieso Photoshop, und Crisp sagt, XD ist viel schneller, die Dateien sind deutlich kleiner. Ja, ich finde es super. Ja, ich meine, das sind 15 Megabyte, die da drin. Ist echt gut. Also keine 400 Megabyte oder 1 Gigabyte. Yeah. Genau. Ja. Das schätze ich schon sehr, finde ich gut. Und ja, man kann ja alle Grafiken oder Logos oder Buttons oder was sonst noch einfach aus Illustrator und Photoshop kopieren und als Objekte dann in XD. Reinkleben, pasten und da weiterarbeiten. Die Frage von Marc, ja. Steigst du auf XD oder bleibst du bei Photoshop? Also ich finde, das hat echt wirklich gute Tools, vor allem so diesen Prototype-Modus, der ist für Anfangssachen genial. Ich finde den total gut. Ich glaube, es wird so eine Mischung werden, weil der Workflow, den wir haben, ist so, dass wir dann halt auch mit dem Entwickler noch zusammenarbeiten, die Assets exportieren müssen. Ja. Da gibt es wirklich gute Tools für Photoshop, Craft oder es gibt echt viele Sachen, die da drin funktionieren. Okay, um die verschiedenen Layers zu exportieren? Genau. Oder? Okay. Weil das muss man dann nicht mehr manuell machen, sondern das Paket exportiert. Aber ich finde jetzt vor allem für unser User Research Team ist das echt eine coole Sache. Also in diesem Prototype-Modus, dass du sagst, du kannst die Views miteinander verbinden, hast diese schnellen, easy Effekte. Das sind Sachen, die finde ich total cool. Finde ich echt gut. Ja. Und immer dann auch eben das Prototyp dann gleich teilen und auszutesten. Ja, genial. Ja. Ja. Vor allem so schnell. Also wirklich gut. Und das alles in diesem Ökosystem von Adobe. Ich finde, das ist so, dann zu wechseln zu einer anderen Software, das ist natürlich cool für einzelne Sachen. Aber ich finde schon allein den Zusammenhang mit Motion, also mit AE, das ist echt gut. Ja. Christopher sagt auf Englisch, this is great using XD, would you do an English version of it? Ja. Aber das ist, nein, wir machen eine deutsche Version. Und richtig gesagt, Evil Series, in 25 Minuten ist die Melanie mit uns für die letzten 2 Stunden von unserem ersten Tag hier auf adobelive.com, unser UX-Design-Stream. Und was hatte ich da noch gelesen? Was cool an XD ist, dass man SVG nochmals komprimiert und abspeichern kann, ja. Also exportieren und dann das als SVG exportieren, das Ganze, die Artboards. Ja, super. Ich sehe auch eins in Australia gemacht. Ja. Cool. Smart Objects, das will ich auch gerne wissen. Gibt es Smart Objects in XD? Also es sind nicht unbedingt Smart Objects, es sind Symbole, wie in auch in Illustrator. Also man kann, wenn man einen Button hat zum Beispiel, kann man ein Symbol machen damit und dann auf verschiedene Artboards tun. Aha. Und dann, wenn man eins ändert, ändern sich auch alle anderen, weil die alle verknüpft sind mit einem Symbol. Na super, okay, ja. Cool. Das hast du noch nicht gesehen? Nee. Nein? Also habe ich noch gar nicht ausprobiert, ja. Okay. Gebe ich ehrlich zu. Zeichne ein, ich weiß nicht, irgendwas oder... Okay, und jetzt das als Symbol. War das da im Pop-Up-Menü? Make Symbol. Okay, das geht dann auch hier rein in die Symbolen da unten. Ah, super. Okay, und wenn du das... nimmst. Ah, nein, das sind die Styles, gehen die Ebenen. Wo ist dein Menü da oben? Da ist da auch eine okay. Symbol Window. Wo ist das jetzt? View Assets. Ich habe noch wahrscheinlich keine festgelegt, oder? Okay.
Ah, Symbols, es ist, da ist es ja weiß, natürlich. Ah, okay. Ja, okay. Okay, wenn du es jetzt duplizierst und irgendwo anders hin tust. Tu einfach mehrere davon. Mhm. Ja, so, okay. Und jetzt ändere die Farbe von einem. So. Ja, perfekt. Mhm. Sehr schön. Ja. Okay, alles gibt welche. Cool. Das ist ein wenig so wie ein Smart Object, eben, dass es dann eben zu einem einzigen Objekt verknüpft ist. Ah, danke, Zeit etwas Deutsch zu lernen. I hope I said that right. Yes, Christopher, but you can watch the English stream from last week, like Evil Cerise said. Okay. Hast du eigentlich ein Raster im Hintergrund? Nein. In XD ist kein Raster. Im Moment. das ist eine Sache, die eben auch auf User Voice mehrmals gesagt erwähnt ist. Also als Anfrage von der Community. Aber es gibt sehr, sehr gute, wenn du vielleicht irgendeine Seite um die Aligning Tools reingucken kannst, im Moment. Die finde ich genial, also finde ich wirklich gut, sind eigentlich alle hier auch aligned, obwohl ich nicht so ein... Ja, genau, ja, da sieht man ganz genau, wie die Sachen sich alignieren, und wenn man ein Gitter mit einem Objekt macht, kann man dann auch ganz präzise wieder mit einem, ja, zum Beispiel da. Genau. Und da kannst du natürlich auch dazwischen. Die Zwischenräume. Zwischenräume. Ja. Und dann Zwischenraum überall größer und kleiner machen. Genial. Also, mhm. Ja. Ja. Oh, Download Responsive Layout Grid Template for Adobe XD. Okay. Was ist Download? Warum? Was? Ah, okay. Workaround, okay. Workaround gibt's auch, okay. Und was ist das? Ist das eine... Das ist ein XD-Files. Ah, okay. Cool. Also es ist einfach ein Objekt, wo sich die Sachen dann alignieren können. Ah ja, okay. Perfekt. Ja. Mhm. Hat sich an die Arbeit gemacht. Cool. Okay, wir haben noch 15 Minuten zusammen. Ja. Willst du vielleicht anfangen zu zeigen, wie du das Projekt morgen anfangen wirst? Mhm. Like, was passiert jetzt, Marius? Okay. Ja. Also jetzt, glaube ich, würde ich einfach mal so einen Prozess gehen für mich, wie ich an das Ganze rangehe. Mhm. Nochmal davor, einfach ein bisschen Inspiration zu zeigen, was mache ich eigentlich davor, ich bin gleich an den Screens zu bauen. Dann mir einfach ein paar Skizzen zu setzen, ich habe ein paar gemacht, wie ich es mal angehen würde, und dann, glaube ich... Willst du die Skizzen zeigen, oder? Ja, gerne. Also okay. Eigentlich so ein bisschen, das ist ähnlich wie bei Katharina, das fand ich ganz cool, dass sie sagt, sie hat da so ein Buch. Nehmen Sie alle. Gucken wir mal. Meine Kamera. Ah, warte. Diesmal tue ich aber Airplane Mode. So. Und ja, Kamera. So. Und. Ah, da ist es schon. Okay, und tu mal die Kamera so. Okay, perfekt. Genau, bei mir läuft es eigentlich eher so, ich fange an, irgendwie mir so Themenbereiche rauszusuchen, also Sachen, an denen wir gerade arbeiten. Da tauchen wieder Begriffe auf, die ich noch nicht so wirklich kannte. Du hast ein DMP, es gibt ein CRM, es gibt einen Cross-Device-Graph, Sachen, die mir irgendwie neu sind. Mhm. Und fange dann irgendwie an, so Systeme zu überlegen, wie kann ich das in meine Arbeit einbinden. Also wenn ich jetzt auf einer Konferenz bin oder irgendwas anderes mache. Wie können Abläufe aussehen für User Stories? Was sind einzelne Elemente aus dem ganzen System? Wie sehen die ganzen Ökosysteme aus? Was ist da eigentlich alles mit dabei? So diesen Blick nach außen zu haben. Also es ist wirklich total frei, also erstmal so ein bisschen anzugucken und dann jetzt langsam ein bisschen konkreter raussuchen. Genau, also wo bin ich denn eigentlich so in dem ganzen Prozess? Ist mir wichtig, dass ich jetzt vor der Reise bin oder danach. Mhm. Also was ich bei Katharina echt cool fand, dass sie eben sagt, zu Kleinigkeiten, wo sie sich drauf konzentriert. Weil im Endeffekt muss man sich ja nicht gleich so ein Riesending nehmen, ein Riesenpaket, sondern sagen, ich will jetzt erstmal das Problem lösen,
Sachen einzupacken, was ich total gut finde. Ich werde die App sofort runterladen. Genau. Und mich dann eigentlich in so einen Spot setze, wo ich sage, okay, das ist ein Problem, das kann ich definieren und kann es dann auch lösen. Ja, das geht uns weiter. Bis man dann irgendwie mal ein bisschen konkreter wird. Also, wo bin ich denn dann genau? Dann fange ich auch an, so ein paar Personas zu entwickeln. Wie sehen die aus? Sind das irgendwie Leute, die benutzen das regelmäßig? Ist das jemand, der neu mit reinkommt? Der hat schon mal irgendwas angefragt, der hat irgendwie schon mal überlegt, kann man sowas machen? Ist es mir irgendwie wichtiger, dass die Qualität der App stimmt oder muss erstmal schnell rauskommen? Also will ich viel iterieren. Und dann eigentlich so die Räume, in denen es stattfindet. Also das ist irgendwas, was für mich eher plakativ ist. Das ist eine Experience, die außerhalb des Screens ist. Mhm. Stehe ich irgendwo? Bin ich irgendwo? Wie weit weg muss ich stehen, dass ich noch alles lesen kann? Sind es Sachen, die ich vielleicht irgendwie anders noch mitgeben kann? Oder habe ich eben nur eine Person, die zu mir spricht? Wie auch immer, also da probiere ich dann einfach ein bisschen rum. Ich finde es ganz schön, eben wie gesagt, einfach mal auszuschreiben. Es geht dann immer so weiter, kategorisiere das für mich. Also sind es irgendwo Highlights, die ich irgendwie rausnehme an eine Grafik. An dem Beispiel ging es jetzt mit dem Auto, wie man irgendwie ein Auto visualisieren kann an einzelnen Features. Und kategorisiere dann auch so, was ist wichtig für mich, also welche Features sind mir wichtig. Und plane dann eigentlich so Stück für Stück. Denk so an den Entwickler auch, wie könnten Stories und die Epics für ihn aussehen, an denen er arbeitet. Und dann wird für mich so ein Kreislauf draus. Ich fange dann echt an, so ein bisschen zu spielen erstmal, weil ich finde, das ist so ein Teil, der fehlt uns allen irgendwie so ein bisschen. Man fängt immer an und hat gleich diesen Druck für sich selbst auch zu sagen, hey, das muss super werden, das muss gut werden. Aber für mich ist das echt so ein bisschen so ein Work-and-Play-Cycle. Also ich fange irgendwie an, wie früher mit meinen Winamp-Skins. Probiere einfach aus, habe irgendwie verschiedene Farben, habe verschiedene Icons. Es muss nicht gut werden, halt, wenn es nichts wird, dann wird es auch nichts, aber so ein paar gute Ideen sind immer dabei. Und Stück für Stück entwickelt sich halt irgendwas draus und sieht ja jeder, das ist so ein Buch, das entwickelt sich Stück für Stück. Und irgendwann kommst du zu einem Punkt, wo du denkst, okay, ich habe meine Screens eigentlich festgelegt, ich weiß, ich werde irgendwie eine Table View brauchen für den Content, den ich dann anzeige. Ich versuche irgendwie alles eigentlich so zu minimieren, dass ich nur einen Screen habe, auf dem alles abläuft. Und die meisten Apps, die erfolgreich sind, machen das eigentlich auch. Also so Tinder zum Beispiel läuft wirklich hauptsächlich auf diesem Screen ab. Netflix läuft hauptsächlich auf diesem Screen ab. Also es sind keine Apps, die wirklich viel Hierarchie haben. Und wenn man sich die mal anschaut und analysiert, ist es oft so. Also ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, für gute Qualität anzusehen, dass eigentlich da nicht so viel Tiefe drin steckt. Und eigentlich versucht wird, diese ganze Komplexität, die wir eigentlich abbilden sollten, auch schafft, so zu reduzieren, dass ich eigentlich nur auf die drei Screens komme. Genau. Ja. Ja, das war die letzte Version, die habe ich mir noch gestern gebaut. Kenne ich den Eiffelturm. Ja, genau, sehr schön. Das ist cool, habe ich gelernt von den Produktdesignern, so Archetypen, die erkennt man immer gleich sofort. Total gut. Das war eigentlich so der Schritt davor, den ich jetzt angefangen habe. Und ich denke, das ist so, wo mein Schritt für Schritt auch immer weitergeht. Okay. Zurück da. Okay. Na, wollen wir mal anfangen einfach? Haben wir noch Zeit, oder? Ja, ja. Gut, okay. Ich habe noch. Wenn so eine Viertelstunde ist. Acht Minuten, okay. Acht Minuten. Gut. Also jetzt von dem Schritt schon zu sagen, ich habe meine drei Screens, die ich mir eigentlich festgelegt habe. Also das ist so mein Moonshot, den ich mir mal setze. Ich werde natürlich irgendwann mehr brauchen. Ihr werdet mich bestimmt schimpfen, weil ich keiner bin, der die Artboards immer sortiert und benennt im ersten Schritt. Aber ich finde, das kann ich auch machen, wenn ich dann fertig bin und wenn ich es übergebe. Und für mich ist der erste... Ja, und ich finde auch cool, wie man einfach auch Text einfach außerhalb vom Artboard haben kann und das zeigt dann, was das für eine Zone ist und so. So eine, wie eine Annotation. Total gut. Das finde ich super. Genauso, mein erster Gedanke war eigentlich so eine Art Tinder-Geste da drin zu haben. Also, das Ding mal rund. Drop Shadow. Jetzt als
Also ich bin eigentlich jemand, der eigentlich voll gerne mit Farben arbeitet. Das ist aber auch so, das ist irgendwie ein Prozess, den man immer anfängt für sich selbst. Und dann finde ich, habe ich einfach mit der Zeit gemerkt, ich finde, es ist super schön, wenn irgendwas wirklich bunt ist und gute Farben hat. Das ist eigentlich so, dass so UIs, finde ich, da merkt man immer, wenn jemand am Anfang ist, irgendwie so viel ausprobiert, dann ist super knallig und farbig. Es wirkt auch im ersten Effekt natürlich total gut und das ist super. Aber ist halt die Frage, ob ich das dann auch so lange benutze oder nicht. Ja. Dann habe ich eigentlich so im Kopf, okay, wo ist mein Template? Das nehme ich mir eigentlich immer mit, wenn ich irgendwas neu anfange. Ah, der Daumen-Template. Genau, unsere Heatmap, die man schon hatte. Pink ist immer eine super Farbe, mit der kann man immer gut arbeiten. Ja. Ist natürlich, also ich finde dann, man sollte sich auch nicht den Spaß draus nehmen. Ich finde so in diesem Play-Modus, wenn man sagt, man probiert einfach aus, ja, dann ist es mir noch nicht so wichtig. Also dann kann auch sein, dass der Button, der eigentlich am wichtigsten ist, da oben sitzt. Ich habe ja noch keine Ahnung, wo der hin muss. Also vielleicht sitzt er da oben, vielleicht sitzt er da unten. Kommt aber auch hier runter. Ich vielleicht Vektoren zeichnen. Ja, das kann man auch in Adobe XD. Zeichnest du mit Wacom? Eigentlich total gerne. Im Moment echt viel mit dem iPad, weil ich finde, dass der Pencil wirklich cool ist. Ah ja, mit wie heißt das? Mit? AstroPad? Ah, ist auch gut. Was wirklich cool ist, ist die... Ja. Zwei Sachen gleichzeitig funktioniert nicht so gut. Die Procreate. Aha. Ja. Aber ich finde es für die Skizzen ist eigentlich Notes, finde ich echt super. Ja. Natürlich, also wenn es dann im Workflow ist, ich meine, hier ist viel am Anfang, Notes ist dann so die ersten Skizzen. Und dann fange ich aber, also was Creative Cloud wirklich super macht, weil du die Files sharen kannst mit dem Team. Ja, ja. Finde ich super, weil dann bin ich bei einem Kundentermin oder jemand anders. Ja, und die machen dann Sachen parat. Genau. Die findest du dann auch. Und dann können wir nach dem Termin eigentlich gleich ins Briefing gehen und wir haben alle Assets da, die wir brauchen. Ja, das ist ja, das ist schon cool mit den Creative Cloud Libraries. Und wie der Jay auch gesagt hat, wir arbeiten gerade an den Creative Cloud Libraries natürlich auch für Adobe XD. Das hat Clive hat mehr Informationen reingetan. Dank Integration mit den Creative Cloud Bibliotheken können Sie direkt von Adobe XD aus auf Designelemente wie Farben und Zeichenformate zugreifen, die in Photoshop CC und Illustrator CC erstellt werden. Und das ist praktisch, weil wenn du das Design in Illustrator oder Photoshop machst, dann hast du auch schon die Texte und alles gemacht. Das kannst du als Textstyle oder einfach die Farben auch in die Bibliothek. Ja. Und dann in XD kannst du die Bibliothek aufmachen und dann direkt die Sachen von dort benutzen. Perfekt, ja. Super, sehr schön. Guter Workflow. Hast du da offen? Die Sonne hat vorher nochmal gefragt, wie der Artikel hieß. Genau. Okay. Ja. Da ist es. Super, danke. Okay, Marius, cool. Können wir zu deinem XD-Projekt, also der Riesenseite da, mal wieder rauszoomen? Weil über alle diese Sachen haben wir heute geredet, von dem kleinen Dorf bis zur Microsoft Desktop Image. Und wie so ein Projekt zum Leben kommt. Super cool. Und das ist auch eine Sache, die cool zu erinnern ist, dass man Adobe XD auch für Präsentationen benutzen kann. Ich habe auch viele Leute in Adobe selbst benutzen Adobe XD, um anstatt PowerPoint oder Keynote. Und das werden wir morgen sehen, auch mit Katharina und mit Marius und mit Rainer und
wahrscheinlich auch mit Melanie. Mit Melanie haben wir auch noch nicht getroffen, die treffen wir in genau 5 Minuten. Ja, wie man Interaktivität da reinbringt, wie man das alles zum Leben bringt. Marius, cool. Und morgen arbeiten wir an deiner Stadt. Wir brauchen noch einen Namen. Das müssen wir morgen machen. Da haben wir keine Zeit mehr dafür. Aber sehr, sehr cool. Und gleich kommt die Melanie. Ihr bleibt da. Hier auf adobelive.com ist alles automatisch. Wenn ihr auf YouTube anguckt, müsst ihr zum Channel zurückgehen und dann wieder dort anfangen. Auf adobelive.com ist alles automatisch. Wird der Film neu hochgeladen. Okay? Zurück in 5 Minuten mit Melanie. Und...